liegt doch da übelst nackt, ja, sein Pillow ausgepackt und es läuft ein übelst krasser Hardcore-Pool mit Anpissen und sonst was, ja. Und ich da mit meinen 8 Jahren, ich guck mir das so an und er guckt mich einfach nur grinsend an. Ja, hier hab ich gefunden im Schrank. Das ist ein Papi, ja? Das ist ein Papi. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt im Herbsthaus. So, hallo und herzlich willkommen beim Nostra Feedback Folge 6. Wir haben heute einen geheimen Gast. Das ist vor allem, das sind die Gäste und das ist vor allem gar kein Gast. Das ist egal, das ist der geheime Gast. Ja, das ist top secret. Gibt's was Organisatorisches? Na, erstmal vorstellen so ein bisschen, das wäre ganz wichtig. Nee, ich würde, ja, gut, wir haben hier Gäste, wir haben hier Nils am Start. Er ist nämlich übelstes Gründungsmitglied eigentlich, seit ganz früher. Und zwar, jetzt blende ich ein Video ein. Alles so und gucken in die Ferne. Das war die Zeitlupe. Ja, los geht's. Mit was? Ich mache Schuhe von der Scheiße. Und jetzt ist das Video fertig. Sind wir nämlich, wie man in dem Video sehen konnte, mit dem Auto rumgefahren, haben so Scheiße gebaut und dann wurde das erst nach und nach zu dem, was wir heute machen. Hallo, lacht nicht. Warum lacht ihr denn da? Ja, wir sind wieder in unserem Lieblingslokal. Dafür wird jetzt die Schleichwerbung eingeblendet. So, das ist das Munzur Kebabhaus. Hier sind die Profis am Werk. Hier lang. Was? Du musst hier rein. Ich muss hier rein. Achtung! So, hier ist die Kompetenz vor Ort. Oh, das sieht sehr gut aus. Kennt ihr dieses Gerät, was den Döner selber schneidet? Der Gerät. Das ist doof, ne? Die Profis machen das selber. Genau. So sieht's aus. So, jetzt ist es vorbei. Ja, und hier haben wir Danny. Hast du eigentlich schon mal bei einem Video mitgewirkt? Ich glaube nicht, oder? In dem VR-Partner ist es zu sehen. Was? Deine Stimme. Psst, nein, sieht auch noch mehr. Es darf nicht. Ja, doch bei dem halben Video, dann bei den jetzt neueren wieder. Ja, bei den Skate-Videos auf jeden Fall. Aber so, bei meinem Geburtstag. Ja, also da steht. Ja. So. Und. Ja, wenn wir jetzt einen bestimmten Namen nennen sollten, dann am besten Struppi sagen. Achso, ja. Seid nicht so laut da drüben. Ja, aber ansonsten würde es jetzt hier mal kurz losgehen, weil zuallererst wäre die Frage zu klären, nach wöchentlich oder nicht wöchentlich. Ich habe doch Geheimgast hier. Ich weiß ja nicht, wann er sich vorstellen will. Willst du dich mal vorstellen? Geheimer Geheimgast? Ich bin kein Gast. Ja, ich kein Gast. Das wird episch. Da. Vor allem, was total dumm ist, wenn ich dann wieder aus diesem Video was rausschneide, ja, wo wir uns so alle freuen für den Anfang. Dann sieht man den Balken rüber. Still! Also, Fans, ihr habt euch beschwert, fangen das scheiß Kostüm an. Ich hab angefangen, das ist sehr schön. Ja, steh mal kurz auf am besten, weil hinten sieht's echt besser aus. Ja, das wird hier noch braun, das ist noch nicht ganz fertig. Ja, dreh dich mal. Das ist hier hinten auch sehr schön. Geiler Arsch übrigens. Ja. Moment, ist das hier alles, ist das gerichtet hier alles? Öffne mal die Kinder. Geht das? Nee, jetzt. Okay. Hab ich gerade gesehen. Ja, sehr schön. Ja, auf jeden Fall sind das Nils und Danny. Und ich bin für das Tageslecker verantwortlich. Das ist für das Tageslecker. Die sind wirklich ganz schön laut da drüben, muss man aufpassen. Und so, das ist alles leise und lauter. Ich hoffe. Also, die sind hier, weil vom Merck nach vielen Geschichten gefragt wurde und das wird sich dann auch hier mit den Fragen noch ergeben, also das wird schon. Zuallererst wurde gefragt oder gesagt von The Soul und Neverjack 1, stellvertretend für die ganzen anderen, wöchentlich oder nicht wöchentlich. Es kam nun raus, dass es nicht wöchentlich sein soll, was wir hier gerade fabrizieren und deswegen machen wir es ungefähr alle 2 Wochen und so ungefähr in der Mitte des Monats und am Ende des Monats, beziehungsweise Anfang, also so 1. und 15. oder so, aber nur als aber grobe, ungefähr. Ja, grobe Orientierung und je nachdem, wie wir halt Bock haben. Ihr seid so breit, ich könnte gar nicht essen. Das war genug der Vorrede. Kommen wir doch mal zu den richtigen Fragen. Und gucken, was uns hier Manny Meyer geschrieben hat. Was ist das für ein geiler Helm, den Herr Rodes auf dem Kopf hat? Stylisch. Das ist... Wöchentlich wäre schon geiler. Eine Schüssel mit Löchern drin. Das habe ich übrigens in meinem
Julians Blog. Julians Blog-Diss, den ich gemacht habe, den kannst du ja auch jetzt mal einblenden. Julian, ich muss dich beseitigen. Genau dich! Das kann keiner von euch bestreiten. Oder wie? Nein, das mache ich nicht. Nee, blendet er nicht ein? Die Leute sei ich gekommen. Ich bin gar nicht angenommen. Ja, er wurde gar nicht angenommen. Und ich weiß nicht, wen du sonst. Aber es ist auf meinem Kanal oben. Es ist auf meinem Kanal oben. Ich schaffe das schon mit dem Essen. Macht euch keine Gedanken. Ich weiß gar nicht. So eng nehmen müsst ihr eigentlich. Ja, wöchentlich wäre schon geiler. Kann durchaus sein, dass wir es wöchentlich auch mal machen. Je nachdem. Also, wenn zum Beispiel 4 Wochen lang alle da sind, dann machen wir es auch 4 Wochen jede Woche. Herodes, abgekürzt mit Rode, Rodi. Klingt beides ziemlich gay, muss ich sagen. Ja, ich hätte jetzt auch schon. Ah, nächstes Mal weiter. Na, wo, das ist ein ziemlich beschissener Spitzname, weil der so lang ist. Axel! So, hier kommt noch der erste gute Kommentar. Den weiß ich nicht, ob ich den so laut vorlesen sollte. Wöchentlich, sonst wird es immer so lang, reingehitlert. So. Nee, ist eine gute Verabschiedung. Ja, mit der Länge müssen wir gucken. Ich habe eh keinen Bock, das immer so lang zu machen, weil es dauert auch echt ewig im Hochladen. So. Half-Life 2 habe ich nie gezockt, weil das Game irgendwie null reizt, bla bla bla. Obwohl es immer heißt, es wäre der beste Shooter. Einfach zocken, das gibt es gerade bei Steam für 2,50 Euro oder so. Eine spezielle Frage an Robby. Die haben mich, die haben, hast du das gesehen? Die haben mich. Die Assis, jetzt fangen die an. Ist die Ableitung von Robot. Die haben mich, Robby ist eigentlich nur eine Ableitung von Robot. Und warum ist das so lustig? Robot ist doch ein schöner Name. Ja. Oder ein schöner Mensch. Achso, ich muss gerade mit dem Mann hier beigehen. Die Folgen. Ja, die haben mich auf jeden Fall in der dritten Folge oder so, haben die mich die ganze Folge getriezt mit diesem scheiß Namen auf den DHA-T-Shirts. Was er übrigens auch eins hat. Du hast beim Steinskater was. Ich muss meins abgeben. Achso, stimmt. Ich habe meins auch mal abgedreht. Ja. Auf jeden Fall steht er ja bei mir Hobby hinten drauf. Mit Doppel-B, ja. Ja, und Y. Und das ist jetzt immer ganz so glatt. Basti glaube ich gar nicht. Oh, Max. Max und Robert. Ja, stimmt. Robert. So, das war's dann wohl mit Strubi. Achso, ja. Ja, er fragt auf jeden Fall, habe ich mir schon Witcher 2 oder Dark Souls 2 reingehitlert. Von The Witcher 2 kann ich nur sagen, dass es ein richtig gutes Rollenspiel ist. Und es lohnt sich nach Dragon's Dogma 2 zu kaufen, klar. The Witcher ist ein PC-Spiel, deswegen habe ich das nicht gezockt. Ich glaube, dass jedenfalls es ein PC-Spiel ist. Und Dark Souls 2. Dark Souls 2 gibt es noch gar nicht. Das kommt erst raus. So. Ich versuche mal die Fragen, die hier so ein bisschen spezieller und schneller zu beantworten. Ist ja sonst ganz öde. Ich kann mich nämlich nicht zwischen Dark Souls 2 und Dragon's Dogma entscheiden. Du, Assi, holst dich sofort Dragon's Dogma, bestes Spiel 2012. Mach es einfach. Du wirst es nicht bereuen. Allein das Intro-Lied. Impact-LP. Erzählt doch mal jeder von euch eine coole Geschichte aus eurer Schulzeit, wo ihr Blödsinn gemacht habt. Da fällt mir spontan ein Eintrag von uns beiden. Also erstmal von mir war es, während er gestern vom Augenausstechen sprach, zerstach er heute im Schulgartenunterricht mutwillig Regenwürmer. Also das Augenausstechen hat sich auf einen Kürbis bezogen, was die Zeitung ist, dass ich davon einen Eintrag kriege. Ja, nicht, dass wir den Regenwürmer haben. Ja, stimmt. Außerdem hat er auch eins zerstochen. Da hinten. Und, das war glaube ich dieselbe Klassenstufe in der 4. Klasse, da hieß es dann auch im Hausaufgabenheft, dass wir beide gegen den Dresen gepisst haben. Deswegen doch wir nicht zusammen in die Behindertenwerkstatt kommen. Ja, vor allem haben wir da gesagt, ich rede nicht zu den Behinderten geben. Ja, grausame kleine Kinder. Die haben da auch irgendwie so einen Scheiß gebastelt. So. Den habe ich sogar noch, so einen alten Scheiß gegeben. Mann. Ja, wir hatten immer so ein Frischkribbel, weißt du das noch? Ja. Und da haben wir mal einen geworfen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen zensieren muss. So. Lisa Piep, ja. Sebastian Piep. Naja, genau. Das ist immer kompliziert so. Erzähl mal eine kurze Waldorf-Geschichte. Oh nee, also das war, also das habe ich auch in der letzten Folge schon gesagt, das ist immer so, wenn es sagt, erzählt mal, dann kommt es nicht. Aber wenn so einfach rauskommt, ja, ist das richtig geil. Nee, vor allem ich war immer brav. Ja, weil du uncool bist. Du hast dich immer geschminkt im Unterricht. Erzähl du mal was anderes. Ich war immer ganz brav. Du hast doch mal das Klo verstopft oder so. Und es war eine Waldorf-Geschichte. Naja, erzähl doch mal Waldorf-Geschichten. Da haben wir nicht so viel gemacht. Wir haben immer nur
Klo verstopft, mit dem sie... Nein, wir haben das Klo nicht verstopft, wir haben die nur geschmutet hin und wieder. Das habe ich auch schon erzählt, oder? Dass der Lehrer aus der Hand rauspulen musste, dieses vollgeschmutzte. Hast du bestimmt schon erzählt, ja. Ja, oh ja. Nein, ich habe mal mit einer Freundin, wir haben die Klassenbücher immer verbrannt wegen den Fehlstunden. Und beim zweiten Klassenbuch haben sie dann jede Woche das Klassenbuch abkopiert. Aber das Schuljahr war gerettet, ich hatte keine Fehlstunden mehr. Das war ziemlich cool. Das habt ihr auch. Ja, aber ich weiß nicht, auf welcher Schule das war. Das habe ich vergessen. Ich hatte sehr viele Schulen. Kann ich mir dafür entschuldigen. Wir können auch gerne was. Ja. Na, die fressen noch bestimmt. Anna war ein Jahr übrigens bei mir auch in der Schule, ein Jahr. Ja. Schule. Sie hat es wirklich geschafft, aus der, man höre und staune, aus der Waldorfschule zu fliegen. Das hat sie geschafft. In der 7. Klasse. Ja, mir wurde auch gesagt, das ist Rekord. Das schafft keiner. So muss das sein. 7 Schulen hatte ich insgesamt. Da muss man gar nichts machen in der Schule. Ich bin sehr stolz drauf. Bleibt es. Um so ein bisschen Flöte spielen und seinen Wochenspruch aufsagen. Ja. Sei froh, du warst nicht Waldorf-kompatibel. Das ist so schön. Doch, es hat mir Spaß gemacht, aber ach, ich hatte andere Interessen. Das war, deine Gelegenheit wäre es gewesen, groß zu werden. Große Strickerin. Große Eurythmistin. Ich muss in der Clownerie war ich sehr gut. Auch Feuerspucken war ein Ding, was ich gut konnte. In der Clownerie. Ja, wir hatten Clownerie und Feuerspucken haben wir gelernt. Das heißt auch Clowns dann so. Klar. Nein, wir hatten richtig Clownerie-Unterricht. Waldorfschule. Und Volkstanz mochte ich immer sehr. Ja, wir hatten jeden Mittwoch Volkstanz. Das war auch Spaß. Mit Ludwig immer. Haben wir immer durch den Raum geschmissen. Hier, der Ludwig. Der Ludwig. Ja. Ja, ja. Ist das eigentlich keine Rede jetzt inzwischen? Keine Ahnung, müssen wir aber gleich mal anrufen, weil es hat auf jeden Fall wieder jemand nach ihrer Körbchenkurs gefragt. Ah, okay, aber ich gebe diesmal an. Die war auch schon einmal dabei, das ist ein Mädchenkurs. Das ist Michis Ex-Freundin oder noch Freundin, ich weiß nicht. Ach was, anscheinend schaue ich mir nicht alle Videos an. Das war vor allem sehr gut, weil das Video fängt an mit, sie hat, scheiße, ich habe den Dildo vergessen. Die Fans haben das Video gesehen. Sie haut den Dildo, ich erzähle den beiden das ja dann. Ach so. Ja, sie haut den Dildo auf den Tisch und sagt, ich bin christlich. So, und dabei Na, weißt du, was dieser auf Waldorf ist? Alle Beweise. Ich wollte die ganze Zeit sagen, dass ich leider nur bis zur 4. Klasse mit Nils in einer Klasse war. Aber trotzdem sehr schön. Das war auch 4. Klasse mit Tondorf, ich muss erstmal auf dreckige Gedanken. Dreckige Gedanken kommt, das ist ja schön. Da kam die Cola hoch. Wir waren in der 4. Klasse eigentlich schon ganz schön weit. Und hau dich so um. Für die Klasse, wie alt ist man da? Vor allem, was ich nochmal sagen wollte, mit diesem nach an den Dresen zu essen. Ja, nein, an den Tresen pissen. Das war nicht nur so, dass wir so aus Versehen, wir sind halt wie die Assis einmal quer durch den Raum gelaufen und haben so einen Rundumstrahl quasi gemacht, auch ohne dass wir uns beide getroffen haben. Yeah? Ja. Aber mal kurz, wir können ruhig weiter erzählen, ich hole mal nur die Kamera ein bisschen. Perverse Spielchen. Und dann rückt der noch eher zusammen. Ja, aber die Assis sind zu laut. Um mal darauf zurückzukommen, an welchen Tresen? Na, das wussten wir nämlich damals auch nicht, was sie uns damit sagen wollen mit Dresen. Aber wir haben es erstmal auf die Zweit- oder Drittklässler gemacht. Ja, das haben wir ja immer gemacht. Genau. Jetzt erklärt mir doch mal bitte, was genau ihr getan habt. Nicht ein Tresen, das war aber mit sich nach Was war das für ein Raum? War das eine Küche? War das Nein, das war ein Klo. Gut. Und da waren Pissoirs dran. Und über den Pissoirs war noch bitte mal, wo du was abstellen kannst. Ah, ja, wir haben so halt alles komplett da vollgesicht. Warum? Ja, einfach nur deswegen. Ja. Das haben wir auch mehrmals in Raum gemacht. Ich weiß noch, eine gewisse Susanne ist nur wegen mir aufs Gymnasium gekommen. Die hat mich auf dem Berg geschrieben. Schweinereige. Ja, die waren nicht verliebt. So. Das bestimmt auch. Als ob du so ein gewesen bist. Oder ich? Klar. Ja, und die hat das die Lehrerin rausgesteckt. Aber ist dann irgendwann, immer wenn wir das nicht rausgerückt. Nee, ich glaube, die Fenster, die auf die geschoben genau, haben, die haben dann erzählt, nee, das waren wir. Ja, und dann haben wir es irgendwann mal zugegeben. Unter Tränen in den Augen. Ja. Oh. Da durften wir halt dann nicht mehr zusammen in die Behindertenwerk. Die dürfen nicht mehr zusammen. Ich weiß noch, mit Julian war ich eigentlich bis zur 2. zusammen in der Klasse. Da hieß es auch schon, nee, die dürfen nicht zusammen. Warst du da dabei, als wir dieses Klo kaputt gemacht haben? Bei der Hart? Ja. Das war mit Julian. Da haben wir uns auch vor irgendjemanden versteckt oder so. Ja. Irgendjemand hat sich auf die geschlossene Klobrille, genau, Basti hat sich auf die Klobrille gesetzt und gleichzeitig hat sich Julian da oben festgehalten und Basti bricht durch die Klobrille und gleichzeitig wird oben dieses Ding, wo du dran ziehst, abgebrochen, es kommt übelst viel Wasser rausgespritzt. Die ganze Toilette überflutet. Jo, was geht ab? Und Chaos und Totschlag überall.
das war richtig geil. Das heißt nur Kundenschlag, aber ja, ja. Chaos und Kundenschlag. Ja. Hast du noch was? Weil du warst ja dann mit mir bis zur 9.10. Und? Ja, ich war schon ganz viele Völkner-Geschichten. Ja, aber da haben wir schon erzählt, so Völkner und D und so. Ja, aber ich war ja da nie aktiver Teil, also nicht so der Hauptaktiv. Ich habe mich halt nicht mischen lassen. Das war einfach so zusammen. Und nach ein paar Trinken habe ich eigentlich wieder nicht gemacht. Ja, ja. Ich mach's. Nee, ich fand's nur so geil, dass ich immer so viel Scheiß gemacht habe, aber ich habe nur ein einziges Mal gerade so einen Verweis gekriegt. Sonst immer nur irgendwelche Verwarnungen oder so. Ja, ganz neu zu Scheiß angestiftet. Ja. Das ist einfach so. Und schön betrogen in den ganzen Arbeiten. Aber das gebe ich jetzt hier gerade nicht zu, das habe ich nur geträumt. Nicht, dass das nochmal auf mich zurückkommt. Das guckt den Arbeitgeber sich an. Ja. Wir hatten ja auch eine ganz gewisse Lehrerin, die ich nicht so nett fand. Das war so geil, da hat sie einmal im Mülleimer gewühlt und ich stoß so Max an. Hey Max, sie ist gerade auf Nahrungssuche. Sie dreht sich auch dran. Dreht übelst durch, ey. Richtig geil. Ich habe noch eins mit Christian. Wie? Christian was? Christian Schiller. Achso. Ich dachte, das war so nicht schlecht, ey. Oh, schön. Ja, gleich. Also ja, vielleicht kommen ja unterwegs noch ein paar Geschichten. Wenn ich was einfällt, gleich. Alle Platz, rausholen. Nur ich nicht. Ich finde das echt scheiße. Ich habe keinen Platz. Meine Freundin will mich nicht mehr an sich spüren. So. Okay, ich mache einfach mal weiter, wenn noch was kommt. Der so wie Alter, ich habe immer die Ideen und er macht's immer. Darf ich persönlich auch Fragen stellen? Ja, was Nein. Ich würde gerne fragen an Herr Rodes, was muss ich machen, damit du Loch gibst? Ja, damit ich Loch gebe. Naja, man muss charmant sein, man muss mir Schokolade ins Maul schmieren. Im Prinzip einfach. Und ein bisschen verführt werden. Genau, ja? man möchte ja auch verführt werden von einem Mann. Du gibst dann also anales Loch. Nee, richtiges. Ganz normales. Also, Herr Rudis, du bist kein Mann für eine Nacht, du willst erobert werden, haben wir das jetzt richtig gehört. Genau. Also übrigens nochmal nebenan bemerken muss, hier sind ganz viele Leute und immer wenn die gucken und ich zurückgucke, dann gucken die ganz verschämt weg. Weil du so hübsch bist. Ja, das stimmt. Genau da liegt's. Die wollen mich alle erobern, aber trauen sich nicht. Ja, schon wieder. Die wollen dich erobern, genau. Hör mal, der gibt bestimmt jetzt nach. Wo ist denn der? Der ist in deiner Hosentasche, der bestimmt da rechts. Was macht denn das? Levi CH sagt, unter der Wollmütze war Clemens von Clemens Alive. Das bezieht sich auf dich, weil du ja so eine Wollmütze auch hattest. Ja, nein, nicht also. Den Kommentar habe ich nur reingenommen, weil ich sagen wollte, yo Clemens, den haben wir auf dem YouTuber-Treffen hier zu Alexi Bexi geschoben. Der hat sich da voll geniert, weil wir haben den einfach in diesen Wagen reingehoben und haben den da einfach rumgeschoben, ohne dass der sich wehren konnte. Und den in den Wagen reingehoben. 3, 2, 1, Hitler. So, Manny Meyer oder Maler, ich sehe es gerade nicht, Meyer. Kennt ihr den Kakophanten? Sagt mir leider nichts, tut mir leid. So, iPod. Alter, Ghetto Shit Bullshit TV, wenn ihr das macht ohne Witz, dann kacke ich halt. Ja, dann kannst du jetzt mal schön kacken, weil wir machen das. Wir sind da gerade am Film. Bullshit TV, keine Leute. Döner 1. Oder Döner. Wie steht ihr eigentlich zu Cannabis? Habt ihr Freunde, Bekannte, die kiffen? Und wenn ja, kritisiert ihr das? Oder ist euch das egal? So leicht nach oben gehen, bist einfach fröhlicher. Sind die gay? Ja. Ja. Danny, du kannst doch hier mal einen Schwank erzählen. Dich habe ich. Ich will das gar nicht auf mich beziehen, aber du bist ja jetzt auch Vegetarier und trinkst keinen Alkohol und so. Ehrlich? Verrückte Sache, ja. Und wenn du da an der Uni bist, reichst du dann mal den Johnny rum in der lüften Runde? Muss man jetzt verraten, als Studentin? Nein. Okay. Ey, ich muss ja schon das halbe Video piepen. Jetzt dann eine durchgehende Spur. Ja, so krass ist es eigentlich gar nicht. Ich habe es mir schon mal vorgestellt, mag vielleicht an der Region liegen und hier ist es wahrscheinlich krasser, aber kriegen wir was. Ja. Wir sind übrigens gerade schon wieder im Wohnzimmer, jeden Tag ein bisschen besser, ganz lecker und preiswertes Essen. Sehr, sehr lecker. Wenn du sagst. Ja, ist so. Oh ja. Was das ist? Mhm. Hallo? Oh. Ja. Sie können sich irgendwas mal vorstellen. Hallo. Nee, das ist ein bisschen rüber. Noch ein kleines bisschen rüber. Ja, oh, sehr gut. Sehr gut. So. Besonders freundliches Personal hier. Ja, das stimmt. Wir müssen gleich Maggie anrufen, die Frage kommt gleich. Achso, Cannabis, ja, ich nicht.
Du? Was? Das ist die Frage. Ja. Ach so, ich nee, zu Cannabis. Gar nicht. Cannabis. Habe ich jetzt auch noch gar nicht probiert. Oh, hast du jetzt was verpasst, ja. Ja, nimm die auch an. Ja, und die anderen, die ballern sich übelst einen weg. Nee, so hin und wieder, gell, oder? Warum ist Nido da eigentlich so still, um überhaupt Nido mal reinzubringen? Ach so, nee, wenn ja die Regierung mitguckt, natürlich nicht. Das ist total verwerflich. Mhm. Und das würde man nie tun. Doch. Natürlich. Aber so ganz wenig hin und wieder. Was? So ganz wenig hin und wieder, weil der Robin macht immer Aschenbecherkontrolle. Was mache ich? Du hast Aschenbecherkontrolle gemacht. Gar nicht. Ja, klar. Ich hab's doch gehört. Ich hab's doch gehört. Das ist die Nosy. Willst du den Teig nehmen? Ja, die roten Socken, die machst du sicher. Gib mir das zu, dass du Aschenbecherkontrolle gemacht hast. Ich hab's gebraucht. Es hat so ratter. Hä? Warte mal. Und dann... Würdest du das jetzt zugeben, dass du Aschenbecherkontrolle gemacht hast? Alter, der stand vor mir und ich habe einfach nur reingeguckt. Und danach ein tiefgründiges Gespräch mit dir. So, um zur nächsten Frage zu kommen. Krabfraboli fragt, magst du Annas Okolyten? Und ich muss sagen, ja, Annas Okolyten finde ich nämlich äußerst dufte. Ja, da bist du rot, ja? Du kannst ja nochmal von der Seite zeigen. Das sind jetzt nicht die größten dazu, sei aber gesagt. Ich stehe total auf so nicht so große. Ich finde das schön gerot. Alter, das ist ja heftig. Die nehme ich. Sie hat Sonnenbrand. Alter, wie sie sich übelst am Verstecken ist. Okay. Ja, also so riesen Mega-Ocken finde ich eigentlich nicht so, aber das ist ja... Du fragst doch. Er fragt nach den Okolyten. Ja, also jedem das seine. Oh. Und... Ich glaube, wir müssen da hier mal so kleine Häppchen immer reinhauen zwischendrin. Oh, mein eigenes und, ist hier am Boden. Ja. Wie findest du die Okolyten von deiner Schwester? Übelst. Ich kann es ja neutral beurteilen. Ja. Weil ich nicht so auf Frauen stehe, offensichtlich. Willst du sie mal anfassen? Ja. Auch so ein sexistisches Video. Fandom Zero hat erst das letzte Mal gesagt, ohne ein bisschen Inzest finde das langweilig. Oder irgendwo kommentiert. Ja. So. So, jetzt sollte mal jemand das Handy zücken. Hier ist nämlich die Frage. Ich glaube, es war die zweite Folge. Welche BH-Größe hat Maggie? Du musst jetzt anrufen. Ruf mal an und ich mach's so lange weiter. Aber du hast es an den Haaren. Oh, toll. Ja, von Maggie an. Ja. Hat mir eh Maggis Nummer. Kruste. Ja, in der dritten Folge. Ja, das ist die 18. Ich hab Maggis Nummer nicht. Nicht? Nee, ich bin doch gar nicht. Ich bin nicht mehr im Knast. Da muss man ja kurz. Dann sind jetzt kurz die Fragen mal weg. Ja, wir müssen ja ich kann das auch nicht gleichzeitig machen. Wir können ja so lange mal Maggis Brust philosophieren. Geht eh wieder. Ich kann so lange mal sagen. Könnte jemand so lange ein Bild einfügen davon dann? Ja. Du hast Maggie auch nicht, wa? Doch, ich hab dich hier irgendwo drin. Warte. Ich kann sagen, ich habe gestern so ein Spiel mit ihr gespielt, wo man so Hanteln halten muss und der eine boxt und der andere muss nur nach hinten wegziehen, ja? Und die hat das richtig drauf. Die hat mich da richtig weggeholt. Na, was geht ab, Kleiner? Willst du auch ins Feedback? Komm her. Kalle, Kalle. Willst du auch mal ins Video kommen? Sterni Echo. Daniel. Das dritten Mal ist auch noch. Andi. Ach, das ist ich hab sie. 0176. Maggie, deine Nummer ist nicht eine. Sag's noch lauter, sag's noch lauter. 0176. Ja, du siehst das ja selber, ne? Wir können so lange noch ein bisschen reden. Also, Maggie hatte gestern einen weißen BH an, kann ich sagen. Alter! Was denn? Wir waren im Bad, ich kann da nichts dafür. Na, also, das ist ich habe selbst nicht drauf geachtet. Nein, danke, Eva musste ich ja nicht. Der Bikini war blau. Echt blau. Alter, ich fasse es nicht. Alter, die hat sich vor uns. Du bist jetzt ruhig. Ich bin nicht auf den Okolyten. Ich stehe gar nicht auf weiße BHs. Du redest in den letzten Interviews nicht. Die haben wie ist die Franzosin zu der? Die haben sowas Omahaftes. Wie ist die Franzosin, zu der du Chetem gesagt hast? Die hieß Juliette. Ja, hier mit Juliette hat er rumgeflirtet. Juliette. So von wegen, schön petit beat. Ich habe nämlich mit dir rumgeflirtet, indem ich gesagt habe, ich habe keinen Penis. Oh, schon wieder nicht erreichbar. Die geht nicht ran. Hat er gerade getutet. Dann mach doch noch was. Da hast du uns weggedrückt. Wenn es tutet, dann mach's noch mal. Ich kann ja jetzt so lange noch mal. Wir rufen einfach ich laufe das Dings hier noch mal an. Mach das Bild jetzt wieder auf, den Screenshot. Ja, das ist ja mein Hightech-Handy, ja. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich jetzt diesen scheiß Touchscreen nicht mehr haben wollen. Oder Robin, kommst du rüber, ich hab Sturm vor. Hallo? Hallo Maggie, ich bin's, dein Lieblingskollege. Du wirst nicht mit ihr rum. Wer ist das? Dein Lieblingsboxfreund bin ich. Wir nehmen nämlich gerade das Feedback auf und du musst jetzt mal ganz laut sagen, was du für eine BH-Größe hast. 3, 2, 1. Ich habe die BH-Größe 75B. Was? 75B, alles klar. Ich lasse mir jetzt Puss, aber. Die sehen aber sehr hübsch aus. Die sehen aber sehr hübsch aus. Scheiße. Okay.
Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was Maggie für eine Körbchengröße hat. Jetzt rede ich weiter mit ihr, oder Maggie, jetzt abspeisen. Wir haben dich sehr lieb, das nächste Mal kannst du wieder dabei sein. Das ist übrigens meine Telefonnummer, da hast du gleich mal. Kannst du dir einspeichern, dann könntest du aber nur mit DLT dabei sein. Wir machen weiter. So Waldorftaschen aus Bambus und Filz. Ja, Robin hat mich aufzureden, tschüssi. Sorry. Sie hat gerade noch eine lustige Melodie gepfiffen. Ey, das war hinterher, war schon irgendwie der Schwester. Hast du einen dicken Schränk oder wie? Gegenüber dem Wald. So, wir müssen mal ein bisschen hier Strang behalten. Ja, behalten wir mal Strang. Achso, ich habe die Fragen sogar wiedergefunden. Ganz richtig erkannt. Ich habe in meinem Kommentar zu dem Kriegsverbrechen keineswegs die Kriegsverbrechen der alter Deutschen rechtfertigen wollen. Mir ging es nur darum, dass es in keinem Verhältnis steht, wie jetzt nur die Deutschen Kriegsverbrechen angeprangert werden und so ziemlich keiner etwas von den Alliierten weiß. Die Alliierten haben genau dieselben Kriegsverbrechen begangen wie die Deutschen, nicht aus derselben Überzeugung. Tut mir leid, dass ich deinen Kommentar abkürze. Ich will sagen, der war vor allem gerade zu Ende. Habe ich das letzte Mal schon gesagt, das macht doch keiner, also nicht alle. Es gibt doch auch so viele Filme über irgendwelche Kriegsverbrechen der USA oder auch über Japan. Da gibt es so einen krassen Film, was sie während des Weltkriegs, während des Zweiten Weltkriegs, für Experimente mit den Gefangenen gemacht haben. Übelst krass. Die haben die Hände eingefroren und dann haben sie mit dem Hammer draufgehauen und dann sind die abgebrochen. Oder haben irgendwie die in so einem Alter, das war auch so geil. Wenn da, also wir standen so vor dem Loch. Ja, gut, ich glaube, das ist für euch jetzt nicht so lustig. Wie schwer ist dem hier? Wir standen vor so einem Loch mit Struppi. Und dann stand man so und es ging halt echt tief runter. Und ich frag so, Alter, wenn du da runterfällst, was denkst du da? Und Struppi haut raus, boop. Ich glaube, das ist total unlustig, wenn man das jetzt so hört, aber wenn man Struppi dazu nachgibt. Du musst euch ein Bild einfügen. Das kannst du nicht bringen. Vielleicht eine Karikatur, du kannst mal ein Bild malen. Das ist ein bisschen malen. Wie ein Ork. Ja, wie niedlich. Hat er sie jetzt gesagt, wir nicht. That's what she said. Kriegsverbrechen Japan. Und dann haben sie die auch in so Säure reingetunkt und dann, das ist aber in dem Film total unrealistisch und du siehst, dass es gefaked ist, aber egal, ist trotzdem übelst krass. Und dann haben sie hier so gezogen und zack, war die ganze Haut und das ganze Fleisch ab und so. Also übelst krasse Verbrechen und Experimente. Ja. Denkst du, platsch? Denkst du, hau da Haut ab. Aber sein Opa hat so weit. Was? Naja, er hat vorhin die Hand kaputt gemacht. Scheiße, ey, die Person weiß da scheiß drauf. Mann. Nee, die fick ich halt noch. Dieses Jahr. Alter, mit dem Struppi gibt's das. Das ist ja auch 2 Minuten alt. Ich okay, wir machen die auch schon Frage. Also, passt auf, wir waren bei Struppi zu Silvester im Haus. Ich sag jetzt mal nicht welches Jahr, sonst kann man das zurückverfolgen. So, und da war ein weibliches Wesen und die hat mit Nils so ein bisschen rumgemacht, ja. Und da ist Struppi zu seiner Verwandtschaft gegangen und kam wieder und sagte so, Nils, nee, das kannst du nicht bringen, wenn das meine Verwandtschaft sieht. So. Und dann sind wir natürlich rausgegangen, weil wir bei ihm zu Hause waren, wollten zu uns in die Skatehalle gehen. So. Und kaum waren wir nur eine halbe Minute draußen, fängt Struppi an diesem weiblichen Wesen die Welt rumzufummeln. Ja. So, und dann später kam es noch zu so einem halben Lapdance. Das war dein Stift. Das ist ein lieber Stift. Ja, Daniel halt. Daniel, sein erstes sexuelles Erlebnis. Auf der Hängematte. Auf der Hängematte. Wir wollten es gesagt haben. Ja, wir haben ihn damit übelst getriezt, weil er ganz oben, ganz still saß in der Hängematte drin und es sah halt so aus, als hat er sich am Schmiedelwuchs rumgestellt. Und Struppi stand dann auf dem Tisch und Struppi stand dahinter, keine Ahnung, und die hatte halt ein bisschen Arsch gezeigt und Struppi immer in die Ritze rein. So richtig länger. Die war so richtig voll, ja, und versuchte auf diesem selbstgebauten Kacktisch, der bei jeder Bewegung zusammenhängt, versuchte da zu tanzen. Und wir haben uns nur beömmelt, ey. Ja, die Brüste hat es auch gezeigt. Ja. Das war auf jeden Fall. Und ich hatte es sogar gefilmt. Ja. Aber leider war mein Handy 2 Wochen nach kaputt und das Videomaterial verloren. Oh. Schade. Wir haben es also nie zu Gesicht bekommen. Ja. Also das war sehr interessant. Aber noch geiler, scheiße, wie nennen wir die andere Person? Bautzi. Wir sagen Bautzi. Ich habe erst gedacht Tornado-Neger. Ach so, okay. Oder also, Arctos. Was für ein Ding? Arctos. Oh. Arctos, okay, ich dachte jetzt noch Gabelstaplerführerschein. Oder Gaswasser, scheiße. Ja, also auf jeden Fall Bautzi. Was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas, was beide Geschichten kommen. Ach ja, genau. Das war ein anderes Silvester. Bautzi war da. Und Struppi war da. So, und noch welche. Bautzi war auf jeden Fall komplett voll, ja, aber einfach komplett hinüber.
So, wir sind kurz weg gewesen, gell? Und sind dann irgendwie wieder hingekommen zu Struppi und Wauzi und so. Und Wauzi war halt einfach weg. Alles, was wir haben die Mädels geholt. So, ja. Haben zwei Mädels geholt. Und wir kommen wieder und sehen nur Struppi mit einer übelst großen Taschenlampe sein Grundstück absuchen. So, Struppi. Oh, jetzt müssen wir das Bild einblenden. Ja, der, ja, das können wir gerne einblenden. Okay, das kann ich einblenden. Und wir fragen so, ja, Alter, was machst du? Was suchst du hier? Naja, hier der Wauzi, der ist verloren gegangen, der ist total voll rausgegangen. So. Wir gucken uns um, gell, ja, wo ist er denn, wo ist er denn? Und wir gucken halt so, jetzt kommt das Bild. Wir gucken so und total fertig so. Er muss irgendwie in so ein Loch gefallen sein, so mit dem Kopf vor die Wand. Und hatte so übelst, das Genick war so schief und er so wieder drin. Und wird ihn erstmal ausgerufen, ey Wauzi, Wauzi, was geht? Übelst scheiße, immer Wauzi zu sagen. Heben den so raus und setzen den auf den Stein und er so, nee, wir so, was brauchst denn du? Brauchst du Wasser, brauchst du eine Decke? Ich brauche eine Kippe. Ich brauche eine Kippe. So, übrigens fertig. Erstmal reingeschleift, das war wie bei Sword. Ja. In dem dunklen Raum, wo nur ein Stuhl stand. Genau. Drauf mit so einer Decke. Er sagt vor allem den Namen. Wauzi. Scheißegal. Das Beste war eigentlich, dass... Die Person ist gerade für 2,5 Jahre im Knast. Der Beste war eigentlich der Ruhe. Der hat dann nicht auf diesen halbtoten Wauzi. Ja, warte, das kommt. Also erstmal saß er auf seinem Stuhl in so einem Kellerabschnitt und dann sind wir ja wieder weg. Das war ja dann 0 Uhr. Stimmt, wo er dann. Strubika. Senorita! Über um 12 waren wir in Belvedere und dann kamen wir zurück und dieses Bild werde ich wirklich mein Leben nicht vergessen, wenn wir die Tür aufmachen. Und echt ganz vorne, dieser total introvertierte Typ, der sonst fast nie redet, spielt Luftgitarre, singt böse Augen. Senorita, alles Gute, alles Gute. So, und im Hintergrund, also hier, der Kno war noch da, hat irgendwas gemacht, keine Ahnung, gesoffen. Und im Hintergrund baut sie total fertig, wie so eine Alkoholleiche, liegt der so halb auf der Heizung drauf und wird so angetanzt. Und es ist übelst gute Stimmung und er ist da übelst am Krepieren gerade. Auch die Flippe rahmen. Wenn wir mal jemanden Bier holen, richtig geil. Wer will anderen Bier holen gehen? Ja, ich nicht. Ich habe lange nichts mehr gesagt. Oder Anna holt sich auch so einen Scheiß immer selber. Nein. Kommt mal wieder eine Frage, wenn ihr einer kommt. Ich weiß nicht, ob ich einfach bestellen kann. Das sind doch nette Menschen. Ich hab mal wieder eine Frage. Ach so, ja. Das war's auch mit Silvester. Da kommt auf jeden Fall noch mehr. Also Silvester war immer ein Fest. Ja. Scheiße, das Silvester danach war auch geil, Mann. Da die Feedbacks nicht so lang. Nee, das Silvester davor. Ja, alle waren cool. Mit dem war das mit Stift, mit der da rausgeflogen ist. Ja, ach so, das war das, ja. Das war Kralle, das war Kralle dabei. Da haben wir auf jeden Fall, was haben wir da alles auf den Boden gekippt? Cola und... Alles. Ja, alles. Wir haben im Prinzip alles auf den Boden gekippt und da drin dann Böller gezündet. Tischfeuerwerk. Ja, Nils Holz aus Tischfeuerwerk. Bei Struppi. Struppi fragt extra, in der Kellerwohnung hier irgendwie so hoch die Decke. Ist das für drinnen? Und wir lesen so, bitte nur im Freien verwenden. Ja, es ist für drinnen. Ja, Struppi! Und stell es auf den Tisch und die ganze Decke mit Flammen und... die Decke war schwarz. Das habe ich leider nicht mehr, oder weiß ich. Doch, ich habe es auf der Karte. Noch mal schnell. Aber ich habe kein Kartenlesegerät. Wie er dann auf Stift hält die ganze Zeit. Das war echt übel, ey. Ja. Er hat dann auf jeden Fall das Tischfeuerwerk gehabt und richtig schön durch den Raum gesprüht. Dann sind wir rausgerannt, wir sind fast erstickt da drin. Wie war denn das? Wir haben doch noch eine SMS an die Freundin geschickt. Das Bagger da drin geht. Wauzi. Ach, da können wir ruhig sagen. In diesem Sinne, jetzt muss er im Knast. Falls du in 3 Jahren wieder rauskommst. Wir stehen hinter dir. Das Video nicht. Sehr geil auf jeden Fall. Jedenfalls war der Boden sehr süffig und deswegen wende ich jetzt hier auch nochmal ein Foto ein. Sehr lustig. Das hat schon mal Bildstärke. Bestimmt wieder so ein Video, wo wir hinterher sagen, der Rodes guckt die ganze Zeit nur in den Meer. Ja, dann die nächste Frage beantwortest du mal. Jetzt habe ich jetzt viel erzählt hier. So. Abkürzungen für Herr Rodes. Rudi? Finde ich nicht so. Scheiße. Coole Idee für Duet oder was auch immer heißen mag. Irgendwelche. Na gut, poste das dann nochmal, wenn das Format soweit ist. Das kommt jetzt hier sonst zu früh. Wir vergessen das jetzt eh wieder. Zum Thema Klamotten. Marke ist mir total egal, aber ich versuche immer die Sachen zu finden, auf denen dick der Name, oder nicht dick der Name der Marke draufsteht. Wenn ich 20 Pulli habe, auf denen überall Jack & Jones draufsteht, finde ich das bescheuert. Bin übrigens 15. Ja, auch guter Typ. Aber es war keine Frage. Ja, war bei mir genauso. Ja, du bist ja Waldo. Nö, ich habe bei mir vorher auch so. Ja, ich sah eigentlich. In der Waldorfschule viele mit so Marken-Scheiße an zu der Zeit. Also. Echt? In der Waldorfschule auch? Ja, tatsächlich. Echt cool. Ich hab Marken. Ah, er hat auch Marken gehört. Ja, nö. Ich hab eine Adidas-Hose. Dö? Dö? Dö?
Scheiße, die ganzen Storys mit dem Treff dann noch, ey. Ja, Marken. Finde ich sehr gut, dass dir das nicht so wichtig ist. Ist ja auch nicht so verwerflich, wenn es dir wichtig ist. Aber was haben sie denn jetzt zu dir gesagt? Saus. Scheiße, ey, wir hauen hier ein viel Insider aus, ja. Aber scheiß drauf. Robin trägt immer Fruit of the Loom. Das wollte ich gerade sagen, dass ich eigentlich meine Skin immer gleich aussah. Ja. Ich glaube, früher habe ich weniger weiße T-Shirts getragen. Immer nur schwarz. Du warst auch der Black Skater. Ja, BS. Das falls der Text findet, macht das. Hallo, das war ich. Nicht es könnte sein, dass ich geträumt habe, wie ich habe gesehen, wie Sebastian. Nee, ich habe gehört, das ist voll das lustige Konzept, BS zu taggen, Black Skater, und das zu nummerieren. Dann weiß man, oh, jetzt ist das mein 100. Tag hier und so. Und das ist total clever. Alleine also sind 98 in Erlangsdorf. Ich weiß nur, wie es dann gab, den Black Skater, den White Skater, den Red Skater, ja. Und Molle war dann der Gelb Skater. Der GS, genau, weil er Yellow nicht war. Ziemlich lustig. Vor allem, er sagt nicht der gelbe Skater, sondern der gelbe Skater. Ja. So wie Gelbsucht. Ja. Nochmal Grüße an Molle. Ja, hallo. Q-Ben 5 sagt Robby und Axel. Jetzt braucht nur noch der Rest der Bande Spitznamen. Seid ihr. Analia? Nein. Ja. Anaconda? Sie ist Lothar Lüsch. Schwabe? Ja, ich bin. Nein, das ist nein. Nein, das ist nein. Das ist nicht das. Habt ihr euch schon vorgestellt, wie Kalle auf Kalle kam? Ja, das hast du erzählt auch wegen dem Skater. Ja. Da warst du ja auch dabei. Ja. Der war ja auch gut, ey. Aber das war ein Inliner. War das ein Inliner? Ja. Oder in der Hauptwelt abgeht. Ja, das war ein Inliner. Auf jeden Fall war das dieser vize-deutsche Meister. Ja, genau. Ja. So. Seid ihr eigentlich, was Spiele, Serien, Filme angeht, Grafikuhren? Bei Axel kann ich mir seine Antwort dank des Watchdogs bla 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 vorstellen. Nee, wieso? Das verstehe ich nämlich gar nicht. Ja, weil du sagst, die Grafik wird ein Grafikspiel. Ja, pass auf, aber ich spiele es auf der Wii U. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das kann gar nicht sein, dass du eine Grafikkurve bist, weil du ja auch ganz lange Wii gezockt hast. Und Wii ist ja ein Scheißkonzept. Ich hab keine PS3, ich habe keine Xbox 360. Der hat vor allem übelst viele Retro. Er hat kein Leben. Wer kein PS3 hat, nö. Frag mal, ob ich die mal alle aufzählen kann das nächste Mal. Nein, der Herr Rodes, der darf jetzt mal bitte alle seine Konsolen aufzählen. Ja. Ich möchte Herr Rodes. Atari 2600, Atari 7200. Sega. Du weißt doch gar nicht, was er hat. Also eine Saturn und dann Master System. Da kann ja nichts sein. Eine PlayStation 1, eine PlayStation 2. Was eine GameCube? Das kommt später. Eine Xbox 1, eine GameCube, eine Wii und eine Wii U. Das ist eine Wii. Ich hab eins vergessen. Kursiert immer dieser tolle Witz: Krankenwagen. Wii U. Ja, du bist jetzt einfach mal nicht dran. Ja. Nintendo 64. Dann habe ich noch ein Game Boy Pocket, ein Game Boy Color, ein Game Boy Advance SP, einen kaputten DS und ein DS Lite. Das habe ich über meine ganzen Jahre zusammengesammelt. Ich hatte mein Game Boy, dann habe ich mein Fett auch über kaputt gemacht. Ich wollte unbedingt was sagen. Ich möchte bitte einen Spitznamen von euch. Schreibt's in die Kommentare! Und bitte keinen homosexuellen, pornografischen oder frauenfeindlichen, weil das ist echt langweilig. Frauen, ja. Da fragt ihr einmal nach Format, ja, dann heißt es echt Porno, Schminktutorial. Ja, genau. Diese üblichen Zeichen für asoziale Fans. Ja, fürchterlich. Stimmt. Ja, die anderen Show muss langsam mal laufen. Ich hab schon Ideen, ja. Ich bleib nur, ich brauche mal Zeit, weil ich bin so beschäftigt und so richtig. Oh, hier, kennt ihr das? Warte. Jetzt wird's spannend. Warte, das hat man nicht gesehen nochmal. Schlecht. Auf jeden Fall sage ich in der Zeit mal, Grafik ist mir nicht so wichtig. Ja. Was mir wichtig ist, ist ein Grafikstil, der mich anspricht. Genau. Zum Beispiel Bioshock Infinite sieht ja an sich gut aus. Macht auch total Spaß, ist eines der besten Spiele überhaupt, muss ich jetzt mal sagen. Das macht unheimlich Laune, das ist so vielseitig, nur Action, das ist echt, mir hat das ziemlich viel Spaß gemacht. Aber... Da gibt es kein Aber. Ich mag den Grafikstil nicht so. Ach, der ist doch so schön. Das ist es nämlich. Twilight Princess und Skyward Sword. Liefen beide auf derselben Konsole, aber Twilight Princess Grafik finde ich besser. Skyward Sword ist mir zu bunt. Badum. So, was zockst du zurzeit nur so FIFA, oder? Ich zocke FIFA und Mortal auf GTA 5. Guter Mann, das machst du nicht. Ich warte auf Mortal 4. Immer noch. GTA 5 muss man auch was mit Autofilmen. Wenn du Bock hast, kannst du auch mitmachen. Ja.
Oh, wir brauchen sogar mal zwei Autos. Damit jetzt hast du auch ich will keine Ideen spoilern hier. Ja, ich verrate nichts weiter. Ist der GTA 5 schon angeteasert? Jetzt der Film, der unser Ding machen. Hab ich gerade gemacht. Angeteasert. Offiziell. Und zum Abschluss Zimmer Droppi dem Axel bitte noch eine mit Excalibur. Den habe ich leider nicht mit. Und außerdem heulst du immer rum, wenn ich dir eine Ohrfeige gebe. Mitten, weil es langweilig ist. Nee, weil deine Haut anschwillt und juckt. Ganz wenn ich dein er hat auch heute Make-up, da kannst du nicht mehr. Wenn ich dein aber Fender lass das mal, kann man das hier zurückkrempeln? Da können wir ja den Fans jetzt hier mal was. Schreib ihm mal was auf den Arm. Was dann kennen das doch schon. Man, die kennen das doch schon. Was soll ich denn schreiben? Keine Ahnung. Excalibur. Weißt du, weil den haben wir so shit mit den Dingen. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Hattet ihr schon mal richtig Streit untereinander? Ich glaube, er meint so. Weil wir das angesprochen haben, dass dieses eine Mal, wo es ging, ich will Santa Claus machen und dann kann er so, nee, ich will Santa Claus machen, dann was ausgerambelt. Echt? War das so schlimm? Streit habt ihr? Nee, habt nur immer stundenlange Diskussionen. Da, ja, wurde ich mal in eine Facebook-Konversation eingeladen. Ja, bei so 300 Nachrichten. Bei 300 Nachrichten habe ich aufgehört. Als ich wiederkam, waren es irgendwie 1100. Und da irgendwie argumentiert wurde, ja, um 8, um 7, wir fahren um 5 und das ist besser und oh, das Problem ist, dann da gibt nie nach. Und geklärt. Nee, schon einen Tag vorher. Ja, das und Ding ist, um 5 stand ich vor der Haustür, hab gewartet, um 7 kamen sie. Ja, so ist es immer, aber das Ding ist, er ist einfach eine Pussy. So, das muss man jetzt. Nein, also wenn ich mit Kalle und Daniel diskutiere ja über sowas, dann denkt er gleich, wir streiten uns. Nein. Das ist einfach eine hitzige Diskussion. Und er schreibt dann rein, oh, ich gehe jetzt offline, ich kriege Kopfschmerzen davon. Nein, das ist so nervig, weil die lassen einfach sich gegenseitig nicht mal ein bisschen aufeinander ein. Ja, die kommen vor allem zu nicht, weil sie so viel rumlaufen. Weil da Egos aufeinander prallen, aber ist doch gut. Ist doch schön. Haben doch schon keine Egos. Nein. Nee, wir haben das mit denen ausgetrichtert. Dann kriege ich auch keine Noten oder so, eher kein Ehrgeiz, weißt du. Ja, also vor Paris, das war halt, aber das war kein Streit, das war lustig. Es war halt insofern wichtig, weil wir mit dem Gasauto gefahren sind und genau die Route planen mussten, ob wir jetzt über Belgien fahren oder ob wir unten rumfahren und Italien mitnehmen oder was weiß ich. Weil wir halt auf die Gastankstellen angewiesen sind. Wo sind wir letztes Jahr gefahren? Oben rum durch Belgien, also wir sind irgendwie durch 4 Bundesländer. Nein, das war ich bis jetzt. Das war nee, durch 4 normale Länder. Nach Frankreich fahren wir nur auf Ketten. Das ist ein Molle war das Franzosen. Franzosen. Spaghetti. Ja. Oder DSF. Ja, dieses Quiz immer auf DSF. Ich meine, ja, diese 5 Buchstaben. Der Molle wusste das Wort und schreit rein, ich weiß das Wort, es heißt Schaschlikspiel. Es waren nur 5 Buchstaben. Das war richtig gut. Ja, nur manchmal. Aber auch neulich, als du dich da warst, als ich mit ihm geredet habe, haben auch immer die Leute aus dem Treff geredet hier mit Schmott. Ich will dir nicht auf den Oberarm. Da haust du jetzt auf den Oberarm. Richtig geil. Weiter geht's. Kann man rein mit seiner Tüte. Das Treff war so ein kleiner Jugendclub, wo wir immer gechillt haben. Und da war es auch immer ziemlich lustig. Am Anfang hatten wir noch übelst Respekt vor den Ganzen und am Ende übelst eine große Schnauze. Ja. Ende haben wir Mark Tomatenmark genannt. Haben wir das eigentlich schon erzählt mit Lutz? Mit Piep? Ja gut, Lachen ist es ja, ja. Sagen wir, Lutz heißen ja viele heutzutage. Kann ja jeder sein. Dass wir den so gereizt haben? Nee, warte mal, haben wir das erzählt? Auf jeden Fall habe ich einmal bei ihm, obwohl Nils das eigentlich immer am geilsten erzählt, ey, mit dem Kopfhörer. Ja. Ach hier, an seinem Rechner. Ja. Den haben wir immer geärgert. Aufpassen. Ob ihr was? Lutz spielt WoW. Ja, haben alle WoW gezockt, ja. Und Robin hat immer so mit seinem eigenen Kopfhörer immer geärgert in den Lüfter so. Der war schön offengelegt oben drauf. Und es ging tausendmal gut. Und bei 1001 macht es nochmal, auf einmal verfängt sich der Kopfhörer-Scheiße in den Lüfter und es geht gar nicht mehr. Weil das geht ein bisschen am Schlag, oder? Es gibt einen Schlag und einmal kommt Lutz. Robin guckt, einmal siehst du nur noch den. Es war so eine Millisekunde so, wir gucken uns an, was passiert jetzt? Zack, beide los. Er wirft den Stuhl nach hinten, rennt Robin hinterher, bla bla, die jagen sich. Dann am Ende haben sie sich vor dem Treff getroffen in so einem Flur. Hast du nur noch 1000-mal dumm, 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 dumm. Da denkt man eigentlich, weil Lutz war schon ziemlich auch Hühne, kommt Lutz als erstes rein, aber nee, da kommt Robin als erstes, oder Robby, Robert als erstes rein, total grinsend. Und Lutz, der natürlich auch 10 Jahre älter war als wir. Ja, okay, da ja, das war sehr geil. Aber das war nicht, wo er am krassesten ausgerastet ist.
Am heftigsten ausgerastet ist er bei Daniel. Da waren nämlich so kleine Mädels, halt Lutz, wie gesagt, 10 Jahre älter oder 8 oder so, keine Ahnung. Die waren 15. Ja, und die waren 15. Und Daniel ruft die Tür auf, ruft rein, Lutz, du pädophiles Schwein, donnert die Tür wieder zu. Da ist der so schnell aufgesprungen, dem hinterher. Da wollte der echt Blut sehen. Nee, ist er nicht hinterher. Nicht? Also bis zur Tür schon. Nee, aber Stift setzt sich wieder zu uns. Immer. Lutz kommt rein, wer war das? Dort ist er lang, Lutz rennt einfach nur. Obwohl da ich glaube, er dachte dann, es war Patrick oder so. Patrick war ja auch schon mal dabei hier. Auf jeden Fall sehr geil. Und dann haben wir einmal Wasserbomben aus dem Fenster geworfen. Ja. Und dann sind Autos vorbeigefahren, bei dem einen Taxi war auch schön vorne drauf, es hat ein bisschen Schlag gegeben und war auch solche Dinger. Okay. Und wir jetzt in der Zeit gerade Magic the Gate. Ging nicht kaputt. Ja, die ging nicht kaputt, aber halt ein bisschen Schlag gegeben. Toll, der Taxifahrer zieht der Honey. Der Honey macht Jade Ramsey. Und wir sofort übelst Angst ergriffen. Packen alle Magic-Karten auf, irgendwie hingelegt, total sinnlos und tun so, als hätten wir Karten gespielt, total schlecht. Aber er kam zum Glück nicht hoch, er wurde abgefangen. Nur Mord. Wer war das? Wer war das? Ja, also da ging es schon echt heiß her in dem Jugendclub. Es wurden auch diverse Leute getriezt. Was bin ich wenig stolz jetzt so im Nachhinein, aber. War lustig. Ich muss es mal ganz kurz unterbrechen, das ist jetzt hier geworden. Kann man das sehen? Ich sehe es gerade nicht. Man muss die Sättigung hochstellen, steht da? Gut, Axel, Alter, der Tisch ist recht ein. Kann man das lesen? Okay, ich gehe schon mal hier rein. Der Code, Axel. Zeigst du den Jungs auch, die haben es noch nicht gesehen. Ja, das wird halt bei ihm so dreidimensional. Gut, Axel. Ja, man liest es. Deswegen heult er auch immer nicht eben eine Ohrfeige. Ja, ist ziemlich cool. Wie heißt das? Nesselsucht, ne? Naja, irgendwie, keine Ahnung. Ach, du willst der Sache keinen Namen geben. Ja, nee, wir hatten ja mal so dieses, genau, das war ja das mit dieser Thema. Fehlt mir das? Ich schreibe ihm Code Herodes auf den Arm und wir haben eine übelst tiefgründige Gespräche über Abtreibung und tote Babys. Und er lehnt sich so an und ich sehe nur Code Herodes und ich musste so lachen und es war so unpassend in dem Moment. Aber es war cool. Heutzutage ist der schwarze Humor. Ja, es war ziemlich witzig. Hat er nicht verpasst. So, bitte. Das mega, Porno, ja, ich wollte gerne nochmal, dass du die Geschichte erzählen willst. Frau, willkommen rüber, ich habe schon. Ach so, du hast es vorhin kurz angeteasert. Ja. Also, der gewisse, wie hat man genannt, Struppi. Früher, der ist auch älter als wir, 6 Jahre ungefähr, ne? Und ich, das war früher mein dickster Homie so. Ich war dein dickster Homie. Ja, ganz früher. Sind wir in die Ostsee gefahren wieder und so. Nee, auf jeden Fall hatten wir damals so ein Walkie-Talkie bei. Das hatten wir dann auch, da haben wir dann Dragon Ball zusammengeguckt. Alter, der hat gerade Krillin getötet, hast du das gesehen? Auf jeden Fall vorher. Das war bestimmt das, womit er dann hier. Das hattest du dann. Auf jeden Fall geht so das Walkie-Talkie bei mir an und er so. Durchsage, komm rüber, ich hab sturmfrei. Ja? So, ich denke mir nichts, pack meine Matchbox-Autos zusammen. Ich bin vielleicht 10 bis 12 Jahre alt. Nee, nicht mal, ich war 8 oder so, ja. Denk mir nichts Böses, alle Matchbox-Autos rein, die Actionfiguren gepackt, alles dabei. Komm mit meinem Beutel so an, mach die Tür auf. Ja, schon seltsame Geräusche, geh ins Wohnzimmer rein, liegt er da übelst nackt, ja, sein Pillar ausgepackt und es läuft ein übelst krasser Hardcore-Pool mit Anpissen und sonst was, ja. Und ich da mit meinen 8 Jahren, ich guck mir das so an und er guckt mich einfach nur grinsend an. Ja, hier hab ich gefunden im Schrank. Das ist ein Papi, ja? Das ist ein Papi. Das ist ein Papi. Das ist so ein Papi. So, erstmal kurz erklärst. Scheiße. Ja, aber das war sehr schön. Ja, ich mir das mit, rafft man das mit 8 schon? Das war Robins erste sexuelle Erfahrung. Ich war ja vorher aufgeklärt. Ich wusste ja, wie der Hase läuft, aber es hat mich trotzdem bis. Das ist ein schreckliches Porno, Alter. Vom Opa. Nee, aber ist das. Ist das so, okay. Für so ein. Als 8-Jähriger weißt du doch schon sowas. Findet man das da schon. Also findet man das geil? Er war ja da älter. Das hat doch nichts mit geil. Struppi war ja älter. Struppi war 16 oder so. Ach so, 14. Ich glaube 14. Ja, dann ist was anderes. Aber wenn du 16 findet man noch nicht geil. Ach, wer findet den Handkissen überhaupt geil? Da gibt's bestimmt welche. Ja, gut. Bauchkacken wäre echt leider. Gut. So, damit ich noch cooler werde, Hitler, ich jetzt noch einen Kommentar rein. Hey Axel, was ist mit Maggie? Ja, stimmt, was ist da jetzt? Was hat sich da getan? Liegt es jetzt in deiner Transsexualität oder? Naja, eher andersrum. Transsexualität. Nicht groß genug.
resultiert daraus. Bist du noch mit Maggie zusammen? Oder? Hallo. Die hat schöne Brüste. 75. Was? B. Möpse. Du weißt doch, dass ich nicht so Möpse bin. Oder Oxolüten hat hier einer geschrieben. Oder geht jetzt was mit Lina? Das war ja das letzte Mal. Oha. Stimmt, das ist schon ein bisschen heiß hier. Ja, jetzt denken die Fans, ich bin so einer, der alle 5 Minuten seine alle wechselt. Genau, so siehst du auch aus. Du bist ein scheiß Player, Alter. Das geht gar nicht. Jawohl. Du hast auch hier ganz viele Krankheiten und so. Ja, kannst du das vergessen, dass du jetzt mit uns einen Groupie-Stream machst? Ja. Und was genau ich. Wer möchte mir Loch geben, schreibt's in die Kommentare. Wer würde dem Herr Rotes Loch geben? Schreibt's. Was genau finde ich an LeFloids Art denn so schlecht? Alles außer den ADHS-Schnitt. Ja, seine Themenaufbereitung, aber es ist halt wegen seiner Zielgruppe einfach nur. Was er macht, ist sehr oberflächlich und. Ja, also. Der Kumpel hat so zu wenig Sex. Alter, kannst du mir jetzt mal ein Bier holen? Wir sind übrigens gut gestellt. Ja, Herr Rodes, ich geb dir noch Geld. Kannst du mir eine Cola mitbringen? Genau, komm, Ena, geht jetzt mal hier Getränke holen. Das könnt ihr auch ausruhen. Herr Rodes, ja. Herr Rodes, gehst du Getränke holen? Schmeiß mal eine Runde. Halbe Runde, schmeiß mal eins. Ja, was krieg ich? Du kriegst auf jeden Fall. Gegen den Typ an sich habe ich ja nichts aus. Und seine Videos halt die Art, wie er die Themen aufbereitet, ist dann doch etwas oberflächlich. Das würde ich schon ein bisschen besser verstehen. Aber wenn er das besser machen würde, hätte er wahrscheinlich auch weniger Zuschauer, wenn er es nicht weniger machen würde. So, scheiß drauf. Jetzt nicht über mich lästern, bitte, okay? Der Herr Rodes ist voll cool und schwul und er sieht aus wie eine Geisha, finde ich. So. Geisha. Das heißt, es wird aber Geisha ausgesprochen. Ich dachte auch früher Geisha, aber es wird Geisha ausgesprochen. So, Neverjack 1. Übrigens war die Frage von mir, der 272. Ich muss ja mal angewöhnen, mit den Leuten hier vorzulesen. Und Robby will sich DHIA. Ach ja, falls ihr das noch nicht gerafft habt, DHIA heißt die Hallenmuttis in Aktion. Aber eigentlich hatten wir das, glaube ich, schon gemacht. Ja. Kann man bei einem gewissen anderen Internetportal eingeben. Bei Video. Wer da so ganz lässig nuttig steht. Alter, geil, wie langsam wir die Fragen beantworten. Ist euch Familie wichtig? Richtig, beziehungsweise könntet ihr über einen längeren Zeitraum, Studium, Auslands, bla bla bla. Gewaltsame Entführung auf den Mars. Ohne sie leben. Nehmt ihr einen Drogen im Fenster? Ich nicht. Ich bleibe hier bei meiner Familie und gehe da auch niemals weg. Sag das nicht. Sag niemals nie. Ich möchte gerne in Weimar bleiben. Ich werde meine Mutter nicht verlassen und den Rest meiner Familie auch nicht. Mir gefällt es so schön. Es ist die schönste Stadt der Welt. Ich bleibe deine hier. Deine Familie wird dich verlassen. Herr Rodes wird glaube ich nicht in Weimar bleiben. Der Große auch nicht, aber die Mutter bleibt in Weimar. Das reicht mir. Die werden jetzt endlich hier auch ihre Kinder großziehen. Die müssen nur ein bisschen rumreisen. Bei Robby braucht man gar nicht fragen. Der bleibt sowieso viel immer hier. Der passt hier genau hin. Ja, aber also mir ist das nicht so wichtig. Ich hätte nicht nur was. Ja, zweimal. Es kommt sogar nächste Woche. Kommt einer her, der wird dann auch hier im Video sein. Ja! Phantom Zero. Ja. Wo kommt der her? Das ist ziemlich cool. Es war auch schon ein Mädel hier, die haben wir in der Jugendherberge besucht und da dachten die Leute, dass wir halt irgendwelche Perverse sind. Weil sie fragt halt so, die Lehrerin fragt halt so, ja, woher kennst du sie? Und wir so, halt aus dem Internet. Und das klingt dann natürlich so auf dem ersten erstmal wie, ja, hier sind irgendwelche Vergewaltiger oder sonst was. Und wir sind halt auch mitten in die Vorführung, die haben irgendeinen Film reingezogen sicher, und sind wir mitten rein. Und deswegen fand die Lehrerin das gar nicht cool. Und da haben die uns dann ewig noch verfolgt und beobachtet, was wir machen. Und auf jeden Fall war es dann noch lustig. Und wir waren immer noch zum Bowling. Ja, wir kümmern uns nämlich um unsere Fans. Genau, und das war echt cool mit Number One Fan Antonina. Oh, ja. Das darfst du nicht sagen. Warum nicht? Na, weil dann hier Phantom Zero drauf. Ja, was ist mit Phantom Zero? Achso, das ist Phantom Zero, ist ein ganz cooler. Das ist Amadeus Mozart und der Amadeus kommt, ich weiß nicht aus welcher Stadt der kommt. Aber der kommt her. Glaube ich. Und der steckt jetzt auf meinem Fußboden dann, oder wie? Sieht so aus, ja. Da kann ich Notfall auch bei Herr Rodes auf der Matratze schlafen, die kriegt man schon unter. Also wenn ihr mal nach Weimar kommen wollt, sagt Bescheid, wir lesen jeden Kommentar. Vielleicht dürft ihr sogar in meiner Wohnung schlafen. Da könnt ihr mal richtig reinhitzen. Aber nicht in meinem Bett. Ja, also mir ist es nicht so wichtig, ich hätte da nicht so Probleme. Ich habe da ist generell, ich komme auch alleine klar. Also. Ja, ich komme auch ohne dich klar, Alter. Alter! Nein, natürlich könnte ich keine Sekunde ohne Anna leben. Lehn dich jetzt zu mir demonstrativ. Ey. Ich darf doch mal... Das ist ja deine Schwäche. Oh, ist das deine Schwäche. Oh, Herr Rodes ist übrigens übelst scheiße. Ach, scheiße, jetzt ist er wieder da. Oh, was habt ihr über mich geredet? Da leckt mir jemand nach oben. Passenderweise, ihr kommentiert Phantom Zero gerade. Oh ja. Die interaktiven Dinge zuerst. Rhodes, englisch ausgesprochen, also Rhodes. Wäre doch recht lässig, aber das finde ich ein bisschen kacke, weil es halt so Rhodes... Weil das so guttural ist. So, Cola. Cola für die Jungs, Bier für mich. Das M steht mir gut, sagt er außerdem. So, Cola. Ich habe nämlich letztes Mal... Einfach weitergehen. Ich?
Nein, du nicht, du bist nicht. Das ist immer böse. Danke. Geil machen, Bruder. Sehr schön. Vielen Dank. Das Hemd steht mir auf gut, mich, sagt er. Auf Anna und auf die Kinder und seinen Penis. Auf Phantom Zero, auf alle Zuschauer. Auf Antonina, die ich sehr mochte, die ist wirklich süß. Die hat auch ganz große Okulyten, oder? Die hat große Okulyten, ja. Muss man mal sagen. Ja, er sagt außerdem, das Hemd steht mir gut. Ich habe nämlich das erste Mal gestern, nicht gestern, letzte Folge, ein nicht weißes Hemd an. Ein kariertes, schwarzes Hemd. Ja, rot. Das sah so niedlich. Ich wollte gerade sagen, das mit Rot. Ich auch, das Hemd. Ja, damals wurden auch bei uns auf unserem Schulhof die NPD-Schulhof-CD verteilt. Das war übelst geil. Also, wir haben auch so alternative Lehrer, die sind da übelst scharf gegangen, ey. Die haben da richtig Stress gemacht, als die NPD auf einmal auf dem Schulplatz stand. Drops an Rhodes für RCT. Hammergeil. Ach, nee, was ist denn das? Was ist denn das? RCT. Keine Ahnung, Alter. Lass mich nachsehen. Das ist so eine Spielserie. Hammergeil einfach nur. Ja, Rollercoaster. Rollercoaster Tycoon. Alles klar. Das mit der polydemandinierenden, was aller demandierenden Kommentaren habt ihr so halbwegs im Griff. Joa! Macht doch den Haftbefehl. Joa! Besuchen würde ich euch sehr gerne mal. Ja, mach mal, ja, haben wir ja gesagt, ne? Mach mal. Das ist nicht dieses, sondern das Wochenende danach. Ja. So, Horst der Fighter. Letzte Folge habt ihr in meinem Kommentar, dass Anime besser als Filme sind, kritisiert. Das ist ja kein Problem. Jeder hat eine eigene Meinung. Aber ich möchte gerne was dagegen sagen, dass Anime aus Titten bestehen. Erstens, als Beispiel habt ihr Elfenlied genannt, angeführt. Das war am Anfang wirklich ziemlich viel. Robin sagt, hier komm, ich zeig dir eine Serie und ich sehe nur nackte, nur Möpse und Blut, mehr war es nicht. Das hatte ich ganz schön horny gemacht. Nee, ich habe mich einfach nur gedacht, was zieht der sich rein, wenn ich mich gabeln? Warum muss ich mir das jetzt auch angucken? Aber es war übel geil, ja, ja, es war übel geil. Siehst du, weil du kein Vertrauen hast. Weil es wirklich gut war. Welches aber unter anderem der Edgy-Genre zuzuordnen ist, was im Grunde auch sagt, dass es viele sexuelle Anspielungen gibt. Und zweitens gibt es kein Anime darauf verzicht, zum Beispiel Shigeru Gym, einer der besten Anime aller Zeiten, angucken. Haben wir noch nicht gesehen, kann ich mal angucken. Und ja, ich weiß, es gibt Unterschiede, Edgy, Hentai und Anime ist unterschiedlich. Aber ja, also wenn man das im Groben zusammenfasst, ne? Mein Gott. Also auch in Anime, hier selbst in Detektiv Conan sind Anspielungen, das ist kein Edgy, das kannst du nicht erzählen. Danke. Da sind die auch in der Badewanne. Ja, und wo wir gerade dabei sind, wenn ihr noch coole Serien kennt, bitte Bescheid sagen. Wir brauchen früher oder später wieder eine neue. Ey, ich habe noch ganz viele gute auf. Ja, bloß nicht an mit euren Figuren zu spielen und Charlie 1, 2, 3, 4 oder 5 zu nennen. Gut. Warte mal, du wolltest uns hier erstmal live vor der Kamera eine neue Bautzi-Geschichte erzählen. Also, du musst es jetzt erzählen? Nein? Okay, er muss es jetzt erzählen. Wie nennen wir denn unseren ehemaligen Jugendleiter? Hat er einen extra Namen? Jochen Jens Jörn. Als mir neulich der Jochen Jens Jörn. Oh, da kommt mir klar die nächste Geschichte. Ja. Auf einer abendlichen Veranstaltung begegnet ist. In Monami. Habe ich erstmal eine Viertelstunde mit ihm gesprochen. Wir sind auf besagtes Fauzi zu sprechen gekommen, weil besagtes Fauzi im Knast ist. Nochmal Grüße in den Knast. Und hat er mir. Hallo, ihr Süßen. Ich erzähle gerade eine Fauzi-Geschichte. Richtig so. Ja, Alter, okay. Nee, jetzt muss heute Abend wieder noch geben, ich sehe es schon kommen. So, jetzt musst du auch weiter. So, also, Bautzi. Und das war Weihnachten, warte, letztes Jahr war 2011, hat er mir erzählt. Da wurde er nachts um 1 angerufen, dass jemand am Jugendtreff vortrefflich gesehen hat, wie einer einen Stein in ein Fenster geworfen hat, um dort einzusteigen. An Heiligabend. Die ist neu. Ja, okay. Also ist doch 1,5 Jahre her, aber wahrscheinlich ist er auch deswegen mal wieder. Und ja, besagt der Jochen jetzt Jürgen, nachts um 1 unterwegs ins Treffen, natürlich noch 2 Minuten gebraucht, weil er gleich um die Ecke wohnt. Und zwar Hulk. Jochen jetzt Jürgen, das ist. Sieht das eingeworfene Fenster, geht zum Haupteingang rein, guckt, sieht noch ein Bein, rennt hinterher und besagte Person rennt wieder raus. Aber nimmt nicht das eingeworfene Fenster, nein, wirft noch ein anderes Fenster auf den Weg ein und steigt da raus. Und er ist nicht hinterhergelaufen, weil er hat wieder irgendwas gehabt, konnte nicht hinterherlaufen. Und er so, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das besagtes Wauzi wieder mal war. Und hat dann die Polizei gerufen und musste dann, bis die Polizei da war, nachts um 3:30 Weihnachten im Jugendtreff vortrefflich unten verbringen, weil ein besagtes Wauzi wieder eingebrochen ist, nichts mitnehmen konnte, weil Jochen Jens Jürgen zu schnell da war.
klasse, oder? Aber Alter, während du erzählt hast, du mir echt 5 verschiedene Geschichten reingeploppt. Darf ich jetzt nicht vergessen, erstmal Jochen jetzt Jürgen. Als es mit dem Treff vorbei war, war der übelst traurig. hat er gesagt, Nils, du lachst da. Aber ich saß hier, ich musste einpacken, ich musste gehen. Das ist mein Gott, und dazu muss man halt echt sehen, dass das Jochen jetzt Jürgen so ein Atze ist. Also noch mehr als Lusch. Ja, noch mehr als Lusch. Scheiße, ey, ich vergesse die ganzen Storys. Ja, das mit dem Fenster hat mich daran erinnert. Das war, da warst du auch dabei. Junge Naturforscher, oder? Ja. So, übelst geil. Ja, das war der Autobauzi. Ne? Ja. So, wirft mit so einem Klopper eine Fensterscheibe ein, weil er meinte, ja, da drin sind Kippen, die hole ich mir raus. Was macht er? Er guckt rein. Aber ich habe ihn dann sagen, noch besser, ne? Scheiße, er wollte übelst was nehmen. Er wollte, da lag halt eine Schachtel Kippen. Die Feuerwehr, ne, aber wusste man nicht. Er sagt, oh, komm, die hole ich mir. Nimmt, hat sich immer nicht getraut, nimmt dann irgendwann so einen Backstein, diesen Ding, wirft die Scheibe ein und rennt erstmal weg. Das war ja das Ding. Und ist in der Garte, baut sie dann Hund zum Beispiel. Er steigt da rein, nimmt die Schachtel, der war es aber leer und war schon seit wahrscheinlich schon seit 3 Jahren da drin. Ja, es war lassenes Gelände gewesen. Aber wie er halt erstmal die Scheibe einwirft und so wegrennt. Und wie er von dem Lärm auf einmal Angst kriegt und dann zack weg ist und er steht weit davor. Also baut sie, jetzt geht er rein und guckt, ob die Schachtel noch voll ist. Ah, das war auch übelst geil, da haben wir an derselben Stelle haben wir so ein Rail zum Skaten abgeschraubt. Das hat irgendwie 3 Stunden gedauert. Das war übelst scheiße. Und wir schleppen das den ganzen Scheißweg in diesen Jugendclub. Und dann kommen wir da an und sagen, ja, hier Jochen Jens Jürgen, schließ das mal an. Und er sagt, klar, mach mal. 3 Jahre später fragen wir so, ey Jörg, wie sieht's denn aus mit dem Rail? Ja, das ist in Arbeit. Das muss einbetoniert werden. Ja, das Rail gab's nie. Er hat ja auch 5 Jahre für eine Mini gebraucht. Ja. Die wir eigentlich in 2 Wochen Osterferien bauen wollen. So, nächste Frage. Ja, es ist ja witzig. Ja, das zum Thema, was der Robby jeden Tag sagt, wir dürfen die Feedbacks nicht mehr so lang machen, die werden immer so lang. Ja, ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht warum. Ich sag doch, das liegt an der Runde, wenn man viel zu erzählen hat, dann flutscht es und so und wenn nicht, dann nicht. Ich hab auch noch mehr, ich hab auch noch den Lachflash im Treff. Wo dann der Röhl auch so Tischtennis gespielt hat und wie in so einem schlechten Film so über die Tischtennisplatte und so richtig schön zusammengeklappt ist. Ja, gab es viele geile Geschichten. So, Horst der Feiter hat ihn hier jetzt fertig. Die Fragen sind es noch? Ich dachte, wir wollen nur kurz die Fragen beantworten. Ja, es sind noch ein paar. Aber ich glaube, der Akku macht es auch nicht so lange mit der Nussmann. Ja. So, kann ich mir weiter tippen? Auf jeden Fall die Serie, die er empfiehlt, Shigeki no Kyojin, bitte auf jeden Fall angucken, ist mehr als gut, einfach nur. Ich hoffe, die gibt es Englisch, also ich habe auch nicht so Bock, die auf Japanisch zu gucken mit Untertiteln. Und ich wollte noch sagen, dass es tatsächlich oft Tippen gibt, aber dann kann man es ja ignorieren. Anmerken. Wie soll man denn tippen? Wölfe sind grundsätzlich nicht verkehrt. Ach so, er meint jetzt im Anime und so. Ja, ich habe ja nichts dagegen. Wusste es immer was Schönes. Also, ja. Und er sagt dann auch, und letzter Kommentar für heute. Danke für die Kotz-Anekdote, die hat schon erzählt, wo du gekotzt hast. Und noch ein paar, ja, er war das, der gekotzt hat. Und noch eine Frage, kennt ihr... Du müsstest das Bild einblenden. Das habe ich gesucht, ich habe es auf dem PC nicht gefunden, wenn dann auf der Playstation. Du hast nur auf der Playstation. Oh, die Playstation hat ja auch. Nee, ich habe das noch auf der Playstation, glaube ich. Ja, aber die hatte ja dann... Bautzi. Ja. Ich bin uns auch super ermittelt, Mann. Bautzi hat halt gesagt, ja, er kriegt die Playstation repariert, obwohl ich wusste, die ist komplett im Arsch. Und er hat mir 150 Euro dafür gegeben. Und hier stand bei mir in der Küche und er mit diesem Playstation-Koffer geht so richtig glücklich an den Berg runter. Und wir denken so, Alter, der denkt gerade, er hat das Geschäft seines Lebens gemacht. Und er hat einfach nur eine kaputte Playstation. Es war nur Schrott, Mann. Da ging wirklich gar nichts mehr. Ja. Aber er wollte das so, ich habe ihn nicht gezwungen. Zur Ausnahme. Er hat nur gesagt, ein bisschen Laser sauber machen, dann geht das wieder. Ja. So, als Beispiel mal Argolism. Keine Ahnung. Argolismus, sitzen 2 Kühe auf einem Baum und rauchen Mischbrot. Fliegt eine Waschmaschine vorbei und sagt, seid ihr denn schon, was erzählt ihr denn hier, Alter? Seid ihr denn schon 18? Sagt die eine Kuh, mich interessiert die Erdbeerpreise nicht. Ich bin mit dem Fahrrad hier super. Ja, er meint wahrscheinlich dieses mit nachts ist es schneller als durch den Wald oder so. So. Da kann ich auch mal einen ganz tollen Witz. Ja, was ist der Unterschied zwischen einer Krähe? Es gibt keinen, beide Beine sind gleich lang. Besonders das linke. Besonders das linke, stimmt. Ja, ich war halt auch immer solche Sprüche drauf mit. Meine Arme sind gleich lang. So, Impact LP. Anna macht immer Business auf ihrem Handy. Fast. Ach so, trinke gerne. Impact LP, Ja, Anna macht immer Business mit ihrem Handy, weil Anna total Business ist. So, jetzt durchrushen jetzt hier, ey. Weil du hast so fest. Ah ja, die Hippie- und Akustikversion von Watch Dogs ist besser. Bei welchen kleinen
Ja, muss ich sagen, ich finde die auch gut, aber nicht als Intro. Nee, ich finde schon die Originalversion besser, aber dieses Hippie-Ding war wirklich eine Aktion von ich schreibe schnell die Akkorde auf und er sagt, komm, das Film, und nach 2 Minuten war das Ding fertig und ich bin sehr stolz drauf. Mhm. Es ist sehr gut geworden. Natürlich, das für den Kanal. Passend zu dieser Frage, welchen Kleidungsstyle findet ihr besser? 80er, 70er Hippie, 60er, 70er Hippie oder 80er Punk? Ja, Punk ist halt so dreckig und so. Ich muss ja sagen, es gibt da diese Schauspielerin, wie hießen die noch gleich? Die spielt auch bei New Girl mit und die singt so. Die Zoe Deschanel. Die ist ja immer sehr hübsch gekleidet. Ich kann das nicht leiden, wenn da im Internet mit der Hipsterkeule geschwungen wird. Ich glaube nicht, dass sie die Klamotten trägt, weil sie irgendwie alternativ sein will, sondern. Aber sonst steht das halt eine Keule. Gesprungene Keulen, ja, finde ich, wenn es deine Keule ist. So, Impact-LP, das wird jetzt eine komplexe Frage, aber die können wir kurz beantworten. Ist Snowden eurer Meinung nach ein Held? Ja, die Frage ist so oft gestellt eigentlich, das hält mir auch schon zum Hals raus ein bisschen. Irgendwie war es jedem klar, dass das so ist, weil die erste. Wisst ihr doch nicht. Die Frage ist, denken wir, dass er ein Held ist? Ja, er ist ein Held in dem Sinne, dass er sich da opfert, aber. Also nicht opfert, aber ich meine, er geht da ja schon ein großes Risiko mit ein. Und andererseits, wenn die ihn jetzt wirklich so aktiv verfolgen, er ist jetzt so in der Presse drin, wenn der jetzt irgendwie auf der Straße erschossen wird oder sowas, ja, nur mal angenommen, das würde doch sofort in die Welt gehen. Ja, das glaube ich nicht. So krass ist es ja auch. Ich glaube schon, dass sie sich den Vordergrund holen. Also ich würde ihm übelst Asyl geben, Snowden, komm her, wenn du das hörst. So, die zweite, zum Watchdog-Song muss ich sagen, dass mir das Original besser gefällt als die Sitzkreis-Version, als Intro auf jeden Fall. Und weil mir nichts ohne Frage läuft, Obacht, ich lasse mal wieder eine der höchst kreativen Sorte fallen. Sekt oder doch lieber Seltos. Ihr lieber Sekt, war. Du nicht. Du bist Sekt vielleicht. Hey, du trinkst nicht zu. Oh, das war Hallo. Da waren wir mit dem Profilbild, Mann. Sekt oder Seltos? Sekt. Bin's. Ich mag Sekt nicht, so lieber Seltos. Okay. Mit Sirup, mit Himbeersirup. So. Mr. O. Diocker, wie seid ihr an die Erlaubnis gekommen, Alligators Musik in eurem fulminanten Video zu verwenden? Kennst du Alligator? Yo. Wahrscheinlich einfach mal gefragt, ja? Wollte ich gerade sagen. Einfach mal fragen, kostet nichts. Wer hätte mit der Antwort gemacht? Allerdings muss man dazu sagen, wenn man natürlich so ein Argument hat, ja, wir haben einen Kanal mit 50.000 Abonnenten, die Musik sehen dann ganz viele Leute und da verlinken dich und machen Werbung. Ja, na klar, wir haben ja die Erlaubnis gekriegt, seine Musik zu nutzen. Könnt ihr vielleicht auch mal die 100% von MCM? Für MCM? Den fragen wir auch mal. Irgendwelche Menschen. Das ist der Grund. Ich sag euch ins Gesicht, euer Leben. Ich zieh in die Fresse, ich töte die Finger in den Pitten aus. Das ist die Street- und die Straßen-Gang. Das würde mich interessieren, da seine Musik einfach nur Liebe. Ja, Kalle auch. Also müssen wir mal vielleicht mehr nehmen, oder? Das ist ja doch bestimmt viel gute Musik. Ja, komm, wir haben ja dieses Namen machen können. So, Boss-Gier. Ihr schuldet mir so nebenbei noch einen Dildo-Slap. Habe damals nur die Größe gesagt bekommen, aber der Slap fehlte. Ja, tut mir leid, da muss man herkommen. Haben wir heute eben geschuldet? Ja. Komm mal nach Weimar und ja, ich habe den Dildo vergessen. Irgendwie bin ich gerade ziemlich ideenlos und mir fällt keine Frage ein, welche interessant klingt und diese eloquent rüberbringt, ist auch nicht vorhanden. Also verpasst mir den Slap und geht es auch nicht. Ja, komm nach Weimar, dann kriegst du ihn persönlich, ey. Aber ich sag dir gleich, so ein Dildo-Slap tut echt weh. Dann sagt einer The Trap LP, MCM, Dato, Blackout und Axel, oder was? Macht doch alle mal, kennst du die anderen Rapper hier, MCM? Dato? MCM, ja. Ich kenne Dato, MCM und MCM. Ja, Blackout. Sind alles Weimar, alles Weimar Rapper. Alles also kriegen ja noch das nächste Rap-Battle, kriegen wir einen von außen dran, aber das kündige ich glaube das nächste Mal an. Keno 16 Kuba. Rapper. Das ist Keno Kuba. 16. Machen wir weiter, die nächste. Die nächste. Hast du das Kommentar gerade gesagt? Ja. Kommentar. Willst du das vorlesen? Das oder was? Das sei der Kommentar. Das gerade das vorgelesen. Da Emma. Steht, Anna ist sehr hübsch. Nein, Anna ist so hübsch. Das ist egal, das sagt das gleich auch. Das sind nur drei. Ich weiß. Also Emma 14 Watson, wenn das dein Profilbild ist, dann bist du auch so hübsch. Und du kannst auch aber gerne nicht mal so herkommen. Hübsch wie Anna. Denn ich bin die hübscheste. Ah nee, ja, geht schon klar. Ja, nee. Geht klar. Ja, dann bist du doch mein Sohn. Ich pass schon. So, Alter. Nee, Anna ist schon eine geile Alte. Und zudem verbindet uns noch so alte Geschichte, das ist schon echt voll romantisch. Ja, und ich verliebe dich, die sind so blöde. Ja, willst du noch was sagen? Wie hieß denn der jetzt, der mit dem komischen Gesicht? War das Wauze oder Struppi? Der hat beide komisches Gesicht. Struppi, das ist Struppi.
Ja, ich durfte Struppi nämlich auch kennenlernen, schon in frühester Kindheit. Ja, stimmt, wir haben damit Sackhüpfen gespielt. Ja, ich habe mich immer sehr gewundert, wer dieser komische Freund ist von Robin. Und Robin war so nett zu ihm und der hat sich so seltsam angehört und sah so gruselig aus. Und ich habe keinen Ton von dem verstanden, was er von sich gegeben hat. Und, ich fand ihn so gruselig als Kind. Struppi hat auch nie geklopft, glaube ich, wenn er mit ihm spielen wollte. Er hat immer, da war so ein Stromkasten und immer mit dem Skateboard davor geklopft. Ja, er wollte keinen sozialen Kontakt mit meinen Eltern haben, deswegen hat er draußen geklopft, bis ich am Fenster gucke. Ist dann mal ein Smart. So, welche Mod-Skills hat Axel sich in der Waldorfschule antrainiert? Fragt Kameratyp. Wie gesagt, Volkstanz. Ja. Das tötet Gehirnzellen ab, ey. Nein, das ist wichtig für die. Ich habe jetzt ja Ende 12. Klasse mein Waldorfzeugnis, da steht alles drin, was ich jetzt kann. Das liest uns dann das mal. Das kann vor. Ich nächstes Mal vorlesen. So, MP Pull, aber du musst dann noch die 13 machen, Edgebatch, tralalalala. Abkürzung für Herodes Hero, englische Aussprache. Ja, klingt irgendwie auch nicht so betreffend. Wenn man so zwischendurch sagt, hey, Hero, was geht, aber. Ach so, nochmal hier dein Freund, jetzt kommt dein Lieblingskommentar. Ehrlich, ist es das? Weiß nee. Nicht. So. Nee, jetzt nicht. Jetzt habe ich die Kacke endlich durch und kann auch Fräkchen fragen. In einem Video von euch aus Frankreich schreit Robin als Wurmel in eine TV-Kamera. Ich hatte unter dem Video gefragt, wo man das sehen kann. Und einer von euch den Link, also ich habe es leider nicht gefunden, ich habe auch überall gesucht, leider gibt es nicht, vielleicht hat es auch nicht in die Show geschafft. Eigentlich meinte er, ob man irgendwo das sehen kann, was mein Kameramann vom Fernsehen gefilmt hat. Ja, keine Ahnung, tut mir leid. Und Herr Rodes könnte ja Herr Hode oder kurz einfach Hode nennen. Oder Hode. Ja. Hoden, lass uns dich einfach Hoden. So, jetzt kommt nochmal Nomage. Und ich gucke mir das Feedback, die Feedback-Videos an. Aber nur, weil ich immer Anna angucke. Und wenn sie dann in die Kamera guckt, und Ausschnitt zeigt, gucke ich immer beschämt weg. Ist das komisch? Nein, das ist nicht komisch. Das machen alle, die mich sehen. Ich kenne das. Das ist die typische Reaktion, wenn man Anna sieht. Und also Anna, wenn ihr noch weitere Komplimente für mich habt, schreibt es in die Kommentare. Ich habe das gesehen. Schwul, ey, das ist ja ich weiß, ich bin nicht. Hast du jetzt auch? Echt? So. Ist ja voll die Fame-Bitch. Profitiert ihr davon? Und macht diese Videos denn dann, wenn ihr Zeit habt, aber nicht zu selten. Die Zeit zwischen dem hier und dem letzten Jahr, alle zwei Wochen ungefähr, gell, Kollege? Ich habe mich über den Kommentar sehr gefreut, der hat mich total glücklich gemacht den ganzen Tag schon. Also dann, das war ganz toll. Bioshock Otaku sagt, ich bin nicht alleine. Bei einem Metal Gear Solid 3 in Klammern und 4 zum Beispiel muss man einfach heulen. Da hast du mich ja damals ausgelacht. Ja. Ich habe dich auch ausgelacht. Ich kam einfach nur rein, durfte kein Wort sagen. Ich wollte mich ganz nur schon in die Ecke setzen. Keine Ahnung, welche Szene da gerade kam. Auf einmal fängt er einfach nur an zu heulen. Ich musste ihn so auslachen. Da habe ich auch hochkant rausgeworfen. Ja, und dann haben wir so Handy-Videos gemacht, wie ich das Molle noch erzähle. Ja. Und da habt ihr mich auch ewig getrieben, aber ich stehe dazu. Kannst du nicht mal in meiner Gegenwart heulen? Nein. Ich will das auch mal sehen. Ich bin hart. Ich glaube, das ist auch ein bisschen geweiht, als das Gatorhall abgerissen wurde. Ey, du bist so ein Assi, Gell. Ich war mit dem bei dieser Halle. Vier Jahre, also 2006 haben wir die aufgebaut. Jahrelang haben wir übelst eine Liebe mit dieser Halle gemacht. Ja. So, und dann sind wir dann neulich vor einem Monat, zwei, drei und sowas, keine Ahnung. Sind wir dann da bei der Halle und die ist halt komplett abgerissen jetzt oder halt komplett da war sie noch halb abgerissen. Sie steht noch, aber... Oh, ja, dankeschön. Danke. Cool, das ist ein Handy. Danke. Auf jeden Fall steht die Halle noch, aber sie ist halt komplett unbrauchbar so. Und er filmt mich die ganze Zeit so, was empfindest du jetzt? Nee, jetzt es ging los. Robins Kindheitstraum wurde zerstört. Das musst du mal hochladen. Komm, er war schon. Ja, das erzählt. Zeigen so auf die eingerissene Wand, wo irgendwie Stroh ist. Ja, und das Stroh haben wir dann jahrelange Kleinsarbeit reingefriemelt. Und diesen Bauzaun haben wir hingemacht und jetzt ist alles zerstört. Das Video musst du mal wieder. Nein. Das musst du. Ach komm, bitte, das musst du mal den Fans zeigen. Ey, das ist wirklich scheiße. So, jetzt die Herzbier ja, gesteckt. Die beiden. Oft wieder Erfurt fahren musst du den Bauzieher. Um ein Boot zu klauen. Und dann zu verarschen mit Steinen drin. Also, noch eine Anekdote zu Wauzi. Da war die Wand ja, von der Halle, die war so. Und Wauzi wollte für uns ein Versteck, für unsere Hallenkasse machen, wo wir immer so kleines Geld reintun, damit wir uns davon was kaufen können. So, die Wand war so und die Kasse war so. Und er fängt an, bohrt in diese Wand rein. Und wir so, ey Wauzi, was machst du da? Naja, ich mache hier so ein Loch rein und dann machen wir da so eine Klappe dran. Wauzi, du weißt schon, dass das doppelt so breit ist. Nee, das geht schon. Guck, bohrt dann mal und er bohrt einfach weiter. So. Er kriegt das echt nicht auf die Reihe an seinem Gehirn, dass er irgendwie... Naja,
Auf jeden Fall sind wir mit dem immer klauen gegangen. Der ist dann mit großen Rucksäcken an und hat uns Bohs geklaut. Also Bo ist Bohrmaschine. Stie. Und Stichsäge ist die Stie. Und die Stiesäge gab es ja auch noch. Ach, das ist ja die Stiesäge. Ja, wir wollten mal verarschen. Mit dem Bohr wollten wir ja mal verarschen. Ach so. Wir Steine reingefüllt haben. Aber egal. Ja. Dein Legendär. Scheiß, ja. Das war geil. Also, das müssen wir noch kurz erzählen. Das aufhört rasch. Ja. Du kennst ja auch Bautzi, Alter. Da könnten wir den kurzen Filmhersteller einfügen, den wir damals davor gemacht haben, als wir gerade den... Ja, muss ja auch irgendwie ein bisschen zensieren, glaube ich. Mal gucken. Auf jeden Fall waren wir halt diese scheiß Bohrmaschine gekauft, ja. So, und saßen alle im Auto. Ja, kaufen. Er hat sie uns geholt. So, für Kosten. Dann in die Rewe und hat irgendwas anderes gekauft. So, der war dann kurz noch in der Rewe und wir so, scheiße, ey, der will dann Geld dafür haben, das können wir nicht bringen. Lass mal, das war übelst der ausgefuchste Plan. Lass mal sagen, die Bullen kamen und haben die uns weggenommen. Der Raki geht auf mich, ja. Ich nehm deinen. Der trinkt nicht. Den nehmen alles von denen, die nicht trinken. Oh, das ist ein Service. Wir sind übrigens hier in Munzur. Vielen Dank. Das ist der Laden Munzur in Weimar. Der beste Döner. Muss ich ein bisschen rein? Ja. Sehr gut. Danke. Sehr ist geil, ey. Stößchen. Ja, nur das, weil ich meine Cola an dem Knecht bin. Ich dachte, ich trinke mal eins kurz. Ja, wir jetzt brauchen noch ein zweites, glaube ich. So. Also ja, einer, zwei, drei. Auf jeden Fall haben wir dann den teuflischen Plan geschmiedet, zu sagen, die Bullen kamen, haben uns das weggenommen. So, und... Ich habe immer meine kleine Ecke auf. Nein, scheiße, Mann. Der erste Plan war, wir machen eben die Bohrmaschine raus und füllen das mit Steinen auf, damit er die Gewicht nicht mehr schaden. Ja. Das war meine Idee mit dem Stein. Ja, dann haben wir halt übrigens viele kleine Steine geholt und es hat halt geraschelt. Auch genannt als Krise. Und wir haben so gesagt, ey komm, der Bautzi ist echt blöd, aber so blöd ist der auch nicht. Da haben wir noch ein bisschen... Tempos und so, damit es nicht ganz so rasch ist. Ja, aber dann haben wir halt gesagt, nee, das können wir nicht bringen. Und deswegen haben wir den Koffer komplett weggehauen. Wir haben gesagt, und sind abgehauen und haben gesagt, ja. Alter, Bautzi, die Bullen kamen gerade. Was natürlich Schwachsinn ist. Meine? Naja, auf jeden Fall lustiger Plan. Nicht so ganz aufgegangen. Da kam dann später noch mit 10 Atzen und wollte sein Geld haben. Also 10 Atzen, auch einer Lusch. Ja. Und alles falsch. Das war sehr lustig. Das ist blöd, ich kenne auch so viele Geschichten, aber die sind so kriminell, dass ich die nicht erzählen kann. Das ist echt scheiße. So, alter Schwede. Ja, Metal Gear Solid 3 ist gut, finde ich. ich hab mir auch alle Metal Gear Filme angeguckt. Nein, nur drei hast du. Nur drei Filme habe ich mir angeguckt. Das fand ich auch sehr gut. Das waren tolle Filme. Aber am Ende mussten wir, wie viel haben wir bezahlt? 30 statt 80 oder so viel? Ja, das ging schon. Selbst außerdem mag ich den Bohrer heute noch. Ja. Meine Freundschaft. So. Außerdem sagt Nommaschnoch und noch was, wer hat eigentlich das Passwort für welche Kanäle von euch? Ja, die haben alle ich, außer nur Sarah Fox. Die haben alle das Passwort. Oder es ist nicht so, dass ich den anderen Leuten nicht vertraue, aber das ist so meine grundlegende Philosophie. Wenn dann doch mal irgendwas ist, dann wird das Vertrauen zwangsläufig getrübt, weil dann überlegst du, hat die Person vielleicht doch was gemacht oder wer hätte es denn jetzt gewesen sein können? Also selbst ich darf die Passwörter nicht sagen. Und deswegen will ich da gar nicht, dass es zu dieser Situation kommt, dass ich zweifle. Konkrete Diktatur. Ja. Strikte Rassen. Dafür habe ich den Kanal gegründet. Ich weiß auch, damals habe ich einen Tag, nachdem ich den Kanal Borderline aus Seraphim gegründet habe, sind wir nach Melling gefahren. Da habe ich gesagt, yo, hier, ich habe einen Kanal gegründet, Borderline können wir uns jetzt nennen, wenn wir Skate-Videos machen. Ja, und der Kanal ist jetzt ein bisschen was anderes geworden. Ja. So, warum was? Achso, warum lag ich bei... Du hast es ja nur gegründet wegen deinem Skate-Videos. Ja, eigentlich schon. Und dem Spiel. Ja, und Skate. Wenn wir halt eine neue DHA machen. Ja, genau. Weil erst hieß man ja DHA, dann Rosenhallen, RHSC, Rosenhallen Skater Crew. Dann hießen wir kurz Borderline irgendwas. Ja. Und dann hieß man als letztes Shit. Skatehalle in Thüringen. Shit, genial. So, warum lade ich auf Nostera Furz hoch? Scheiße, ich bin verrutscht. Ja, was lade ich da hoch? Fuck, ich bin ganz übelst verkackt. Und kommentiere dann mit Nosterafo TV. Ja, weil das halt mein Hauptkanal ist, mit dem bin ich... Ja, weil mit Furz kann jeder kommen. Ich kommentiere auch ganz oft mit Herodes drunter. Weil es ja doof ist, weil wenn man Furz kommentiert, weiß nie jemand, wer es war. Ich bin einfach nur mit Nosterafo TV standardmäßig online. Also das ist mein Hauptkanal, mit dem ich manchmal Videos abonniere. Manchmal Furz oder schreibe Herodes in die Hose. Ja, jede Woche ein neues Feedback. Rein Hitler? Nein, das machen wir nicht. Was interessiert mich an Japan? Ich finde die Kultur irgendwie schön. Ich finde das toll, dass die alles durchgedreht sind. Ja, die Mädels sind süß. Möpse. Nein, ich finde auch die... Ich hau dir heute noch richtig in die Fresse. Wenn wir heben, machen wir heute mal neue Experimente, ja, so im BDSL-Bereich. Oh ja, sie trinkt in mein Ohr ein.
Nee, ich finde auch die Natur mit diesen ganzen Bambus-Scheiß und die Architektur von Japan total geil mit diesen Schiebetüren und so. Das gibt es natürlich in der Großstadt nicht. Habe ich auch nicht mal hin. Nee, habe ich überhaupt nicht. Ich will dort auch mal hin. Nomasch, wir gehen zusammen nach Japan. Aber meine große Überlegung war so, mache ich jetzt hier erstmal einen gechillten mit meinem ersparten Geld oder fahre ich nach Japan, und ich habe mich dann gegen Japan entschieden, weil das ist dann halt, du hast dann 2 Wochen dein Japan und danach ist es halt weg. Und er hat sich von den damaligen Medien beeinflussen lassen, was man erst letzte Woche Freitag erzählt hat. Ja, damals, kurz bevor ich nach Japan hätte gehen wollen, war das dieser Reaktorunglück-Scheiß in Japan, wo es dann hieß, oh, geht nicht hin, cancelt alle eure Flüge, ihr werdet verstrahlt. Warum ist ihr nicht? Als Hulk zu. Er droppte mir ja in so eine Line. Der Arsch, das ist ganz klasse. Der macht 10. Ich noch ein Getränk hier. Das hier. Oder? Du hast nicht 2. Scheiß drauf. Na, wir hätten noch 5. 1, 2. Achso, oh, dann sind wir noch ein zweites. Und nee, dann also, er dachte, Herr Rodes heißt wirklich Herr Rodes. Nein, heißt er nicht. Er heißt Los. Ja, wir können jetzt hier mal kurz hoodies. Ja, ich muss ja nur auch gucken. Ja. Es gibt Herr Rodes eigentlich Armloch und danke. Dass ihr weiterhin die deutschen Fragen zuerst lest, wir sind ja die Herrenrasse. Die Herrenrasse. Ich habe einen tollen besten Freund, der liebt das Herrenrasse auch, dass ich ein T-Shirt drucken lasse. Das ist nämlich ein Nazi. Mein bester Freund ist ein Nazi. Ja, das habe ich ja das letzte Mal auch schon gesagt, weil so viele sagen Nazis raus und lasst die Nazis hier, ächtet sie und tötet sie und was weiß ich nicht alles. Ja, es gibt ja die eine oder ich finde auch, Nazis haben keinen Plan, ja, die haben dumme Gedanken, aber ich meine, die haben trotzdem das Recht, diese Gedanken zu haben, ja. Also jeder will das eigentlich. Ja. Kameratyp sagt, wie kommt es, dass ihr so viele internationale Abonnenten habt und warum haben die Jungs aus dem Reddit, ach, das sind schon wieder 2 verschiedene Fragen, wir haben so viele internationale Abonnenten, weil ich angefangen habe, wie ihr jetzt schon gesagt habt, mit diesen Skate-Videos, und da habe ich natürlich nicht Deutsch geredet oder so, das war einfach nur Gameplay. Da habe ich internationale Leute halt rangekriegt und dann wurde der Kanal langsam zu dem, was er heute ist. Und da sich dann am Anfang Leute beschwert haben, oh, ich verstehe nicht, was ihr da sagt, habe ich halt angefangen, Untertitel zu machen. Dazu sage ich nur, bunte Haare, kennst du ihn, kennst du? Ganz klar. Ich war damals an die Front gerannt. Bist du eine Ehre? Ich hätte dich eingeschossen. Und warum haben euch die Jungs aus dem Reddit-Forum damals gehatet? Das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt. Das war verlinkt in der Cringe-Sektion, wo es halt darum geht, besonders peinliche Videos reinzuhauen. Und die finden Memes in dieser Cringe-Sektion halt dumm, deswegen. Sollten sie das nicht eher feiern? Ja, keine Ahnung. Sollten sie. So, bald sind wir, glaube ich, durch. Was hat euch im Leben geprägt? Filmausschnitte, Musik, Bücher, Erfahrungen? Alter, keine Ahnung. Strom, ja, das Leben geprägt. Er ist im Wunderland sehr geprägt. Das ist so schön. Ich habe dieses Wunderland geliebt, weil ich selbst immer in meinem Traumzauberland gelebt habe, in meiner Kindheit. Ich habe nicht so viel mitgeschnitten, was los war, weil ich geträumt habe den ganzen Tag. Ich liebe Alice bis heute. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich das mit Absicht gemacht habe, aber eigentlich nicht, also bewusst nicht. Aber so unterschwellig habe ich sehr viele Parallelen zu Fachin Urlaub. So, zum Beispiel das Nicht-Alkohol trinken und vegetarisch ernähren und so. Haare, guck doch mal. Fachin das auch. Die hässliche Fresse. Ja. Die hässliche Fresse. Also, bei Musik fällt ja auch ganz nur was anderes sein. Ein deutsches Liedergut, das sich geprägt hat. Ja. Grüße an Benny. Danke für die CD. Ja, also ich sag mal so, es heißt ja, kenne deinen Feind. Deswegen muss man sich ja mal ausführlich über jedes musikalische und politische Spektrum informieren. Und das immer im Auto hören. Ja, immer. Nein, also manches, also ich muss sagen, die haben, ich will jetzt nichts Genaues sagen, aber die haben teilweise echt eingängige Reime. Das weiß keiner, um was es geht, ja. Nein. Das ist natürlich gut. Wer es weiß, weiß es, und wer nicht, der nicht. Also und keiner. Manches ist halt so böse, dass es schon wieder. Also die sind natürlich total hohl, aber es ist halt meistens. Also ich kann da echt schon drüber lachen. So. Es ist natürlich makaber irgendwo, aber es ist lustig manchmal. Ja. Was mich in den letzten aber wenn man die gewisse Distanz dazu hat, ist das völlig in Ordnung. Du musst nur die gewisse Distanz dazu haben. Ich wollte nur sagen, in den letzten Tagen hat mich gerade das Intro und das Outro vom bewährten Arschbattle sehr geprägt. Nein, das ist nicht das bewährte, nicht von dem bewährten Arschbattle, sondern von dem bewährte Arschbattle. Das, ja, das hat nichts mit Bewährung zu tun. Jedenfalls so. Geht es um dieses Arschbattle und dieses Intro-Outro, das ist so genial. Das ist so ein geiler Beat. 100%ig geklaut. Aber es ist so gut. Es ist so gut, wie dieser Künstler das gemacht hat, der es geklaut hat. Ich nenne keine Namen. Googelt mal das bewährte Arschbattle, wenn ihr es nicht kennt.
Also nicht aber bewährt, von, sondern bewerten. Daher kommt es. Genau, von dem, nicht von dem bewerten, sondern von dem bewerten. Bewerten wie? Bewerten. Nein, ich muss schon sagen. Ja, genau. Was mich so geprägt hat, ist Bubub. Eieiei. Also aus dieser Zeit und ach, vom Stoppi. Ach, daher hast du das Eieiei. Ja. Ach du Scheiße. Nein, nein. Das ist die ganze romantische Situation damit zerstört. Was? Hau raus. Auf dem Weg zur Halle. Was? Wenn der Stoppi heute noch einmal Bubub sagt, ich sag dir, ich raste aus. Und dann Bergner auf Ausruf. Ich sag dann so zu Bergner, Bergner, das hält so nicht. Der fährt und bum bum vor der Auspuff. Oh, wie du dich da besiegt hast. Oh, scheiße, das hatte ich vorhin nämlich auch noch mal mit diesem Bollerwagen. Er hat den Bollerwagen von Struppi. Und er so, ja, der ist von meiner Verwandtschaft. Macht vorsichtig damit. Das erste, was wir machen, durch ein Park fahren, Schlängelinien. Wir wollten eigentlich nur zu dir nach Hause, um irgendwas holen. Ja, aber es ging ja noch weiter. Wir haben es ja über Monate lang drangsaliert, das Ding. Ja. Das haben wir bei Jörg ab. Schlängelinien, ja, pass auf, Schlängelinien im Park. Dann haben wir massive Platten von irgendwie 100 Kilo damit rumgetragen. Da ist der Lenker einfach mal weggebogen. Und dann sind wir noch mal rumgefahren. Auf jeden Fall hat es dann am Ende bei Jochen Jens Jürgen abgeholt und ist dann ganz traurig auf dem Ding. Das Lustige ist, dass Struppi halt nicht so gut reden kann. Und der ist dann zu Jochen Jens Jürgen und hat eine SMS hingezeigt. So. Der konnte halt nicht sagen, was er will. Er hat erstmal gesagt, nein. Ja, aber das nicht verstanden. Struppi hat gesagt, was er wollte, Jochen Jens Jürgen. Nein! Okay, scheiß drauf. Okay, Undermaker 4-5. Tschüss, Barney. Tschüss, Nils. Tschüss, Barney. Oh Mann. Undermaker 4-3, bla. Anna, ist Mayonnaise ein Instrument? Komische Frage. Wie bitte? Ist Mayonnaise ein Instrument? Ich denke, dass man mit Mayonnaise bestimmt auch ganz tolle Geräusche verursachen kann, aber das hört sich dann eher an wie ein Furzen, aber trotzdem ist es dann bestimmt ein Instrument, so. Wenn man eins draus macht. Erzähl mal nicht, weil die nächste Frage ist viel interessanter. Anna zieht sich nicht aus. Ja, nicht wenn jetzt, wenn die Kamera aus ist, dann könnt ihr es sehen. Dann habe ich ja die Anna-Show wohl umsonst meine zukünftige Abo-Buchse. Ich werde keine Pornos machen und keine Schminktutorials. Vielleicht, wenn Herr Rode sich nochmal als Model opfert. Wie man sieht, habe ich das ziemlich drauf mit der Kosmetik. Das ist kein Puder, das ist Mehl. Ja, wir haben so eine Foundation drauf gemacht und damit das dann nicht so glänzt, habe ich mit Mehl ein bisschen eingefüllt. Und ich wollte ihm so ein bisschen Smoky Eyes verpassen. Smoky Eyes. Ich habe das gehört und ich weiß, dass es mit Schwarz ist und ich hatte Schwarz. Und jetzt sieht er so genial aus. Das wie eine Nutte. So, dann schreibt er noch für mich ein paar Animes, die er empfehlen kann. Helsing, Garrett's Death Note. Death Note haben wir beide gesehen. Sehr schön. Gucke ich immer noch, immer wieder gerne. Da ich aber weiß, dass du unter dem enormen Zeitdruck leidest, überspringen wir das Ganze und kommen zu meinen eigentlichen Fragen. Warum liegt da eigentlich Stroh? Ja, das lassen wir doch ein. Sehr gut antworten. Ja, Undermaker, bla. Für den Spam mache ich immer die Uhrzeit verantwortlich. Ihr könnt doch mal die Umfrage machen, ob Bürger Konzentrationsprobleme haben. Wenn ja, dann wisst ihr ja, was hier getan werden muss. Müsst ihr ja Feedback ein bis zweimal im Monat und ich sage, guter Mann, so machen wir es. PWHG. Ihr könnt das mit den Spoilern noch machen, wenn der Film neu ist und das ladet ihr dann hoch. Ihr guckt auch nicht alle Filme, wenn die sofort rauskommen. Wir wollen nämlich, dass ihr auf der Straße den Leuten Filme verraten, wie das Ende ist, weißt du? Was das Einzige wäre, was lustig wäre, ist, was zu erfinden, ein Ende zu erfinden und das den Leuten zu sagen. Warum ist Axel so schwarz? Machen wir. Corona-Frage, geschmeckt? Ah ja, voll. Sehr gut. Noch. Wunderbar. Warum ist Axel so schwarz? Weil ich ihn angekackt habe, als er geboren wurde. Ja, er hat mal in die Badewanne gekackt, als sie zusammen gebadet haben. So schwarz bin ich gar nicht. Ja, der hat als Kind in die Badewanne gekackt. Also und ich bin mit Mutti schwarz. Ich erzähle gerade. Ich war mit Mutti in der Küche, da war ich selbst noch sehr klein. Da war ich selbst noch sehr klein und wir haben gehört, dass im Bad ein Schweinchen kriegt und da stand dann Herr Rodes flennend mit einem Bein außerhalb der Badewanne und die dicke Kackerwurst schwamm hinter ihm her und er hatte tierisch Panik und hat geschrien, hat geflennt und war zu klein, um alleine aus der Wanne zu entfliehen. Deswegen ist er so schwarz, weil er mal im Kot gebadet hat. So, dass dir irgendjemand mal, also deine Badewanne-Geschichten kann ich auch mal welche erzählen. Nein, die ist gemein, die das mal. Ja, die ist nicht gemein. Okay, wollt ihr Annas Badewanne-Geschichte hören? Ja. Schreibt sie in die Kommentare. Oh, ich will die auch hören. So, das ist ja. Was? Ach so. Destruktionator, habt ihr schon mal masturbiert? Nee. Ich hab sogar einen Ständchen. Ganz ehrlich jetzt. Mal. Hast du schon mal masturbiert, Herr Rodes? Das musst du doch vor deiner Schwester nicht peinlich sein. Also, ich glaube, das kann man nicht an 100 Händen abzählen. Ehrliche Antwort. Wir fragen andersrum. Wer noch nicht masturbiert hat in seinem Leben, hebt jetzt bitte die Hand. Ja. Ach so, schön. Du hast auch schon masturbiert? Ach stimmt, wegen der Japanoslampe. Alter! Du kannst wunderlich als
brauchst du gar nichts zu tun. Ich habe das in einem öffentlichen Video erzählt. Ja, stimmt. Aber ich bin da nicht ejakuliert an dem Tag. Wie war es mit dir? Hab ich doch gesagt, Mann. Ich habe meine Hand nicht gehoben, das war doch ein Geständnis. Ich frag mich, wie war das bei dir? So ein spezielles. Wie warst du dein erstes Mal ejakuliert? Das ist schön, ja. War das eine andere Erfahrung? Ich könnte ja jetzt sagen, war das überraschend, was da rauskommt? Ja, ja. Ich könnte ja jetzt sagen, dass es noch ein anderes bi-neugieriges Erlebnis gab, dass wir zu dritt im Poolhaus Nils war nicht dabei. Es war auch nichts gegenseitig oder so. Das hat ihr euch da nicht gegenseitig oder Nein, sowas nicht. Nein, aber im Poolhaus. Also wir haben vielleicht was sehen können. Aber mein Gott, Mann, Kinder. Habt ihr euch an den Penis gerufen? Ja, aber nicht gegenseitig. Geht die Poolhausgeschichte also kennst du bei Christian. Also, ihr setzt euch zu dritt in den Pool und jeder frimmelt sich seinen Penis rum, oder wie? Ja. Und du hast von Christian die Mutter nackt und... Ach, du warst bei der letzten Frage nicht dabei. Die war gut, ja. Die war zwar unrasiert unten rum, aber die war echt gut. Aber die Frage hast du jetzt verpasst, hast du schon masturbiert? Schon mal? Ich schon mal, ja. Klar. Ich weiß nicht, wie passiert. Nee, das wir, also wir machen ein Video. Also können ja mal Hallo sagen, wenn Sie wollen. Hallo. Dann müssen Sie hier vorne rein. Das filmt ja nur hierher. So. Können Sie mal Ihren Kopf reinhalten? Wir beantworten nämlich Fragen von unseren Zuschauern. Müssen Sie mal Ihren Kopf rüberhalten, dass man das sieht? Mal Hallo sagen. So. Da, wo bin ich? Da, an der Seite. Da ist er. Dann sage ich das dritte Mal. Wir sind der hier. Der Mitarbeiter des Monats ist das. Genau, einer von den ganz höflichen Unzu ist ganz toll und ganz. Wir sind sowieso alle hier. Sind ganz freundliches Personal, sehr kompetent und es gibt die leckersten Döner hier in ganz Weimar und in der ganzen Welt. Nicht ganz. Aber ganz Weimar. Unsere ganz Fans. Deutschland. Ganz Thüringen. Ganz Thüringen, okay, ganz Thüringen. Wir haben eine Frage von unseren Fans bekommen, ob wir schon mal masturbiert haben. Die sind ganz schön krass drauf, unsere Fans hier, die Zuschauer. Ja. So. Hast du schon mal masturbiert? Nein, das ist okay. Nee, Fratzenknaller sagt, wer ist die junge Frau mit den dunklen Haaren? Ist sie neu im Team, macht einen netten Eindruck. Das war Lina. Lina ist aber nicht im Team, sondern... Und das war Name? Killer. Ihr habt's gehört. Ihr wisst Bescheid, Leute. Vielen Dank, Mann. Spezialgast heute, sehr schön. Munzur in Weimar. Wie heißt die Straße hier? Irgendwo am Heinrich Heine Straße ist es. So. Straße, Leute. Ich gucke mir die Videos. Ja. Ich gucke mir die Videos immer voll so richtig intensiv an. Gibt doch auch Leute, die RTL gucken, außerdem ist das schon. Das sind ganz schön viele Mal. Ist nicht so. Er fragt mich, wie ich zu Geld komme, aber ich habe ja gesagt, Erspartes. Und sich verkauft. Weil sie YouTube, das da bin ich ja bis jetzt nicht rangegangen. Also außer die Kamera, die gerade das hier filmen. Oder ich muss alle Körper verkaufen. So. Ach ja, und ich habe euch Geld ausgelegt für Gamescom, für Ticket-Videos. Wieso du uns? Das ist uns. Wir haben doch alle den Nein, Punkt. Damals hatten wir das Geld noch gar nicht. Ja, jetzt hast du es ausgelegt. Kannst du wieder einstecken. Ja, ich habe es noch nicht zurückgenommen. Kannst du machen? Nee, habe ich auch noch nicht. Was? Dein eigenes Konto wurde nicht reingelegt so für das YouTube-Geld? Weil das können, das so. Sagen sie. Max Movement, sagen. Was? Der war mal bei mir im Video. NaCl, heißt das Natriumchlorid? Ja. Was, meine Mutter stinkt aus dem Mund nach Natriumchlorid? Ja, macht sie wahrscheinlich. Na, weil sie nicht mit übelst geraked wird. Na, hier ist es nicht. Wie heißt das? Nein, das ist Chlorosalz. Scheiße. Du glaubst wenig, ich kenn's. Oh, das ist so mies, ey. Es ist vor allem auch sein Opa. Ja. Was? Ja. Was? Also mein Opa ist übelst cool, aber grausam, wie kleine Kinder sind. Mein Opa war kurzsichtig und er hat immer gewunken und ich habe dann einmal so gewunken und er hat es halt nicht erkannt. Das ist übelst gemein, weil das ist der coolste Opa, den man sich vorstellen kann. Der hat immer ein schönes Lied gesungen links. Und der Koch mit der Kombüse, diese vollgefressene Sau. Einmal rotzt er ins Gemüse, einmal kotzt er in Kakao. Hallei, hallau. Ja, auf jeden Fall. Seine Zähne sind wie die Sterne, nachts kommen sie raus. Portemonnaie aus Zwiebelleder. Wenn du reinguckst, fängst du an mit Weinen. So. Dann sagt Funkeschitter, ihr könnt ja einen neuen Dildo-Kick starten. Ich habe mir tatsächlich überlegt, weil wir haben echt nicht so viel Geld, ob das was wäre, wenn wir uns Reisen kickstartern würden. Weil daran würde es wahrscheinlich ein Scheitern, wenn es was Größeres wäre, wie zum Beispiel Japan. Aber eigentlich will ich nicht so ankommen und sagen, ey, hier Leute, gebt uns mal Geld. Wollen wir mal ein Video Kickstarter, können wir Alex und Bexi sehen. Ja. Party in my head, party in my head, party in my head. So, wie lange hast du schon deine Frisur reingehittert, sagt iPod.
Die habe ich auch seit wir das Video gemacht haben, oder? DHIA 2006? Das hier. Da hatte ich zuerst nur so in der Mitte. Nee, ein bisschen länger. Als allererstes hatten wir diesen kompletten Iro zusammen. Ja, stimmt, das ist ja mit der Gabster auch nicht mehr. Da gibt es ein Foto. Das habe ich übrigens wirklich noch. Als ausgedrucktes, fertiges, das liegt in meinem Erinnerungsstand. Jetzt eingeblendet? Ja, das wollte ich nämlich immer einscannen. Da hat es angefangen, das war ungefähr 2000. Da hatten wir aber die DHIA-T-Shirts an auf dem Foto. Also muss es 2006 sein. So, aber das ist davor auch schon. Ja, ja, das habe ich kurz gemacht. So, Apocalyptical Fury sagt außerdem, er glaubt, dass er weiß, was Kalles Geburtstagsgeschenk war. Ich sage dazu nichts, weil das bleibt weiterhin geheim. Das war was. Aber das war genial. Und jetzt war so, Ballett. Oh, und Kalle hat so weiter, nee, ich muss ein paar Schubi-Geschichten noch erzählen. Na, erzähl. Nee, mach erstmal nicht. So. Ihr könnt von Monty Python nicht Ritter der Kokosnüsse. Kennt ihr das? Ritter der Kokosnüsse? Nein. Fahrt Dragosch 10? Nein, kenne ich nicht. Aber so viele alte Filme mag ich auch gar nicht mehr so. Also sowas wie Nackte Kanone und so. Aber erstmal nicht zeigt sich gerade so in der Stirn. Jess ist anders cool, sagt, nennt Herodes doch einfach Höhle, das verstehe ich nicht, warum. Mr. Zwiebelbaguette sagt. Eine Achselhöhle vielleicht. Ja. Ach so, ja. Kann es sein, dass ich also ne, einen extrem niedrigen Körperfettanteil hat, aber oder warum sieht man so derbe die krass die Adern an seinem Bei Arm? Bei dir? Ja. Ja, Heroin. Das passiert, wenn man kein Fleisch isst und sich nein, so ungesund ernährt. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das hat er auch schon früher gehabt. Da wurde das halt vom Arzt gesagt, ich habe ziemlich dünne Haut. Aber und halt helle. Ja, und er hat früher im Unterricht seine Arme darf sich da unten gehalten, damit man die ja, besonders toll sieht. Ihr müsst das mal im Unterricht hier so die Stuhllehne einklemmen und dann nach unten baumeln. Und das wird dann richtig, richtig krass. Und dann da habe ich auch die Lehrer geschaut. Das ist ein Auge, das ist Farbe. Ein Auge. Nee, ist Farbe. So, Alter, wie ich hier durchrushe. Vielleicht sind wir wirklich am Ende, Mann. Ja, das ist schön. Alle Geschichten von mir groß raus und alle Fragen von den Fans, um die es heute geht. Ja, ey, ihr habt nach Geschichten verlangt, jetzt habt ihr sie. Haltet die Fresse. Zwei Stunden lang lustlos rumhockt. Achso, er meint, wenn wir nur wenige sind. Wir sind zum Glück nicht wenige, wir sind ja nicht lustlos. Alles ist cool. Mr. Zwiebelbaguette. Die Funboys, kennt ihr den Channel Funny Dudes? Ja, hab ich mir angeguckt, den kannte ich auch schon vorher. Ihr kennt den wahrscheinlich nicht, weil ihr seid ja nicht so krass auf YouTube. Ja, sind zwei Typen, die finde ich relativ lustig, ja, geht klar. Die pranken sich auch mal gegenseitig, das müssen wir vielleicht auch mal machen. So, die Funboys. Achso, da fällt. Ich habe ihn mal aufgefordert, er soll mich mal, wenn Kalle, seitdem Kalle weniger da ist, soll er mich mal ein bisschen mehr wie Kalle behandeln. Ja, und dann hat er rumgeheult, wenn ich ihm eine Ohrfeige gebe. Wenn das dreimal hintereinander macht, weil es dann langweilig ist. Oh, meine Haut, die juckt dann immer so. Genau das habe ich dann gesagt. Das ist mein Bruder. Schaue alle eure Videos immer am Stück und im Fullscreen. Du bist echt wahnsinnig, wenn du dir zwei Stunden am Stück Fullscreen das anguckst. Wir müssen mehr Entertainment machen. Manny Meyer fragt, womit schneide ich meine Videos mit Sony Vegas Pro 10? Dass du die legal geworden hast. Mit Windows, Windows Movie Maker. Auf seinem Laptop. Und dann habe ich zeitlang, das war übelst geil, ich will ja nicht sagen, was wir für Musik eingeblendet haben. Ja, ja, Volume 1. Weil wir tatsächlich extra die Mucke leise gemacht haben, damit keiner die Musik hört. Da haben wir nicht sogar noch gesagt, ja, es hat leider keinen Ton. Genau. Ja, weil ihr auf jeden Fall gesehen wollte. Die Musik ist indiziert in Deutschland. So viel sei gesagt. Und wenn man Humor hat und distanziert zum Thema steht, kann man sich das an. Wie gesagt, die CD ist für 15,99 Euro bei Amazon bestellbar. geht alles an Nils, der ja. Erlös. So, Rino fragt noch was an Anna. Also nicht an Anna, aber es geht an Anna. Kennt ihr den Film Adams Äpfel? Wenn ja, was haltet ihr davon? Also ich finde den super. Jetzt muss ich mal sagen, mein Ex-Freund hat mir damals, auch mein Ex-Freund, oh, jetzt ist voll das Eifersuchtsthema. Mein so. Ex-Freund hat mir Hallo, du hast gesagt, ich bin viel länger, ich bin viel hübscher, ich bin viel Das ist besser. Der Körper doch auch. Mein Ex-Freund hat mir damals diesen Film gezeigt und ich fand den beim ersten Mal total seltsam und dann meinte ich, ich muss den zweiten Mal gucken und dann habe ich mir fast eingepinkelt, dann habe ich auch gleich dänische Delikatessen noch geguckt, habe ich auch beides auf DVD und ich finde das extrem genial. Das ist extrem, extrem gut. Das ist halt lustig. Also Adams Äpfel kann ich jedem empfehlen, das ist ein sau, sau geiler Film. Da könnte ich mich wissen, immer noch. Habt ihr das wieder gesehen? Das ist halt schwedischer Film, ne? Das ist so ganz spezieller extrem Humor. Extrem genial, das ist so geil. Nee, dänisch. Das ist so ein eigener Humor, aber du verpisst dich, das ist so derbe geil. Und Dänemark ist halt nicht so groß, der die ist haben so überall psycho. Dieselben Schauspieler drin. Der ist so psycho. Und auch dänische Delikatessen, dann auch mit dem, der den Pastor gespielt hat, in Adams Äpfel, ist dann der Schweißwend, der Fleischer und der heimlich Menschen frisst. Und das ist so geil, so ein bisschen perverser Teil. Die ist aus, du was? Bei der Kamera. Ich glaube, der Speicher nicht, aber der Akku, der hält nur zwei Stunden. Mach mal Ballett jetzt. Ja, wieso hat Herodes in seinem Video fragt, Action-Movies bei Mika auf Nasser Fox komisch rumgeheult und sich nur beschwert? Das wird im Video ausführlich erklärt. Ja. Wieso mache ich mir Mühe für ein Video, wenn es nicht ansatzweise so viel Klicks kriegt wie ein Video für Flüssigkeit? Ganz kurz noch, warum machst du ein Video über T-Shirts? T-Shirts. Hier auch schön. Na, weil wir uns lass mich mal hier noch durchrushen jetzt. Weil die Frage wurde gestellt und ich brauche eine Antwort. Ja, du klärst es ja nicht auf, Mann. Ey, du bist wahrscheinlich noch nicht so alt, Action-Movies bei Mika, deswegen
nehme ich das nicht übel, wenn du sowas nicht wahrnimmst, aber das war halt komplett ironisch gemeint, das Video. So, ich hat das den Fans doch nicht. Doch, Mann. Die sollen es selbst trafen, wenn sie groß genug sind. Nein, die gucken mir das Video in zwei Jahren nicht nochmal. War so. Übrigens eine Parodie auf diese Giga, Fragiga lohnt sich nicht mehr. Scheiße, obwohl Fragiga übrigens das geile Format war. So, finden wir Elben oder Hobbits besser? Ja, Hobbits finde ich irgendwie eklig, die haben haarige Füße. Elben sind ziemlich cool. Komische Frage. Death Note fragt er, bist du Team L oder Team Kira? Team Kira. Echt, ja? Ich finde ihn viel cooler. Es ist natürlich scheiße, was er macht, aber man fühlt sich ja doch in seine Rolle rein und ist ja dann doch auf seiner Seite, weil man seine Geschichte so miterlebt und deswegen bin ich schon auf seiner Seite. Gegen Ende natürlich denkt man sich schon, krasser Typ, er wird langsam ein bisschen wahnsinnig, obwohl er das am Anfang noch war, aber das kriegt man nicht so mit, aber ich Team Kira. Das finde ich ja das Geniale an der Folge, dass du, an der Serie, dass du dem Bösen quasi mitfieberst. So. Genau. Winnie und Winnie hat das übrigens gefragt. Hallo Winnie und Winnie. So, Mr. Laser Lars, was haltet ihr davon ganz kurz neben YouTube-Trends wie zum Beispiel YouTube from My Life Gang? Keiner versteht so. Diese Scheißfrage, wenn du sie deswegen nicht. Deswegen ist sie hier oben eingeblendet. Da muss Sanji sonst denken. Was denkt ihr über Castingshows aller DSDS und The Voice? Ja, guckt keiner von uns. War unser Bruder mehrmals dabei bei DSDS und X-Factor und hat. Peter Schwabe. Hat ein bisschen versagt. Er war aber schon im richtigen Trainingscamp bei X-Factor. Bootcamp. Hat er schon mit Bootcamp, hat schon mit Sarah Connor und so gearbeitet. Und Till Brönner. Summer Breeze. Erzähl lieber jetzt mal kurz deine Geschichte, weil dann fallen halt so nur ein paar Fragen weg. Oder eine Geschichte nee, die Fragen sind richtig. Ja, finde ich jetzt auch. Ja, aber vielleicht ist sie lustig. Deda 1997. Habt ihr einfach. Die besten Prank-Videos auf YouTube. Das Lob soll ich nicht rausnehmen. Danke. Lagosch 10 sagt noch, du hast gesagt, du findest es nicht verwerflich, wenn jemand Geld vom Staat beziehen würde. So, den habe ich ja vorhin schon gelesen. Tut mir leid, dass ich den jetzt nochmal voll vorlese. Du hast es falsch verstanden. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht verwerflich ist, wenn man Geld vom Staat bezieht und quasi auf Kosten des Steuerzahlers lebt. Ich sage, es ist nicht verwerflich, wenn man groß wird und sich sagt, ich habe keinen Bock zu arbeiten, weil man wird als Embryo in diese Welt hineingeboren und man hat ja gar nicht die Wahl, man wird in dieses System reingeboren. Es ist ja nicht menschlich, dass man arbeitet, es ist gesellschaftlich. Und deswegen finde ich es nicht verwerflich, wenn jemand sagt, nee, ich habe keinen Bock zu arbeiten oder. Und das Feedback war heute extrem hektisch. Ich kriege das schon mit, weil Hannos da wieder keine Luft holt. Bitte. Ja, aber das war nur eine gute Erklärung, oder? Ja, ziemlich hektisch, aber gut. So, arbeitslos und Spaß dabei. Ich kann erklären, wie geht das immer, wenn so verrückt wird? Annas Hand verschwindet immer weiter in seinem Schritt, wenn ich immer so links nach unten gucke. Das stimmt. Das ist komm, sehr mysteriös. Bis zum Penis ist es noch ein kleines Stück. So lang ist der nur. So lang ist das Feedback aber noch. So lang wie dein Penis. Nee, aber. Jo. So. Aber selbst wenn, ich meine, wenn es das System gibt, dann gibt es auch immer die, die es ausnutzen, dagegen kannst du nichts machen. Also scheiß drauf, ich stell die auch nicht an den Pranger oder so. So. Das war wie damals, als Hartz IV neu eingeführt worden, da sind diese ganzen 18-Jährigen aus der Schule direkt raus, haben sich sofort eine Wohnung genommen, weil das komplett bezahlt wurde vom Staat und deswegen ist das total lustig gewesen. Das wurde natürlich dann sofort enden. Das war nicht Hartz IV, das war irgendwas anderes, glaube ich. Arbeitslosengeld, keine Ahnung. Und ja, das war total lustig. Würde ich auch sofort ausnutzen, wenn es das gibt, Mann. Ich habe auch geil. Schon umgeharzt. 2 Monate. Nee, insgesamt studiere ich gerade 4. Mit einem. So, er sagt auch nochmal, Hero sollen wir dich nennen, Herodes. Leo Rex sagt das. So, Gummibär sagt nochmal echt, neuen Server 2 hat er gesehen. Dreimal reingehittert, fand er total lustig, musste heftig lachen, aber nur zu meinen Fragen. Wie schaffst du es so ruhig und ernst zu bleiben, Robby? Dazu muss ich. Ey, Junge. Ja, tut mir leid. Ja, kann ich doch nicht dafür, dass du immer abkannst. Wir können dir bestimmt im Notfall noch eine Steckdose dazu muss ich sagen, Dazu muss ich sagen, Anna hat gesagt, wenn man das wirklich so jahrelang macht, wie wir es nun mal machen, dann findet man es irgendwann selbst nicht mehr lustig. Also, man klar findet die Idee so lustig, aber wenn man es gerade macht, findet man es nicht so lustig. Habt ihr da noch was zu sagen? Also, man findet es zwar lustig, aber man. Stell dir vor, die Leute hören das nochmal zum Thema, Klickzahlen Aufwand. Unser Line-Video hat etwas mehr Klicks als das Kellner-Video. Ehrlich? Ja, ja und das war Aufwand von einer Minute. Ja, Schnittflächen, ein paar Minuten. Ja, das war ja auch die Forts-Videos, die alle nur seit kurzem irgendwelcher Dünnschuss, der irgendwo aus dem Ort nochmal gekramt. Ja, aber der kriegt ja auch nicht 11.000 Aufrufe. Ja, aber trotzdem schon eine Menge. Dafür, dass es wirklich nur irgendwo aus dem alten Shit gerade so hier der alte Geschwister-Scheiß, den habe ich mir mit dem Handy gefunden und hat auch eine Menge aufgefunden. Jetzt fängst du auch mit schnell anreden. Jalo. Scheiße, jetzt fängst du auch mit schnell anreden. Ich sag schon mal Tschüss, falls gleich die Kamera ausgeht. Ansonsten machen wir jetzt cool weiter. Das ist noch gespeichert. Ja. So, Gummibär 7.2 sagt außerdem, sorry, dass ich den Kommentar zu spät nur noch eine Frage eingefallen habe. Kommt Robert, in Klammern Spaß, auch nochmal in den Falsch ausgesprochen. Spaß! Robert wollte Spaß. Heute kommen, hat's aber verkackt. Ja, der hat's verkackt. Robert ist ein Häppchen. Robert ist ein Häppchen, das ist ein Spaß, der ist nämlich hier nicht hergekommen. Großer findet es anscheinend nicht so wichtig, euch Fans zu beglücken. Ja, alle hassen Robert. Develop 373, guter Kommentator, würdet ihr Autogramme geben, wenn man euch beim Skaten fragt? Ja. Ja, natürlich. Habe ich auch schon gemacht und ich
Struppi. Der hat eine PS1, habe ich gehört. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich damit nicht so umgehen kann, wenn da jemand sagt, oh, Alter, bist du nicht und so. Das finde ich total unangenehm. Aber es, trotzdem gibt's, gell? Ja, trotzdem gebe ich natürlich Kommentare, wenn du willst. Ja, ich meine, es schmeichelt in mir ja, aber es ist trotzdem irgendwie komisch. Mich könnt ihr ansprechen, für mich ist das okay. Für mich auch. So, Lee Wie Jung, findet ihr, dass Remy in letzter Zeit nicht mehr so gute Videos liefert wie früher? Ja, finde ich schon. Ja, also, finde ich auch. Weiß nicht, vielleicht ist es auch, da könnte es auch so sein, du hast halt so viel davon gesehen, da hat es dann nicht mehr so die Wirkung. Oh, der letzte Kommentar. Ich scheiß mir rein. Alexis Wurst Channel. Also ich denke, Feedback aller zwei Wochen ist ganz gut. Ja, sehr gut. Machen wir auch. Special Guest ist auch geil. Siehst du hier zwei Special Guests. Guests sind geil. Außerdem die ganzen Türken hier. Alter. Ja, hallo. Ich meine, es sind keine Türken. Das ist doch keine Beleidigung. Ne? Das ist wie wenn man sagt. Nur Deutsche. Ja. Ich meine, die sind ja cool. So. So, Schara werde keinen Suizid deswegen begehen. Um ehrlich zu sein, sind die Videos dann etwas zu lang mittlerweile. Hast du gelitten. Ja, tolles Hemd. Dankeschön. Nee, wenn die zu lang sind, dann guckst du halt nicht an. Ist ja nicht nee, schön. Guckst du nur bis dahin. Aber wenn man das beim Zocken so hört, ist doch schön. So, und ich hätte dann gerne mal ein paar tolle Skate-Videos von dir gesehen. Geschichtsstunde klingt gut und täglich noch besser. Geschichtsstunde haben wir ja jetzt heute echt ausführlich gemacht. Ja. Zu den Skate-Videos kann ich sagen, ab dem 1.8. gibt es auf dem Channel Borderline TV jeden Werbung. Tag. Jeden Tag ein Video. Jeden Tag Werbung. Ein Video. So. Davon habe ich bestimmt auch was gefilmt, oder? Powered by Mediakraft. Was? Ja, davon hast du auch was gefilmt. Du bist auch was gefilmt. Bisschen. Also das wird übrigens gegentschnitt. So, was hast du jetzt noch zu Stumpi zu sagen? Sind wir jetzt durch mit den Fragen? Ja. Puh, war doch mehr als ich dachte, ey. Ja, jetzt müssen wir einen Themenwechsel vollführen. Ja. Also mal ganz kurz, Dönerhaus Munzer, bester Döner und Türen. Bester Döner. Wir müssen dann noch den Genau, wir müssen dir auch noch fragen. Wir müssen noch kurz gucken. Schaffen wir noch. War noch genug hier. Ja, das stimmt, die waren hier am Platz. Also, mein Gott. Nee, wir müssen stimmt, das ist angekündigt. Jetzt kommt die Bitte. Nee, wir haben schon echt ganz schön viel Hütter halt. Gemacht. Bei Munzo ist beste Döner und Wammer. Ja. Du weißt. Ey, wir haben nicht dafür bezahlt, also kann man auch schlecht werden. Doch, wir haben einen Raki. Nee, das war aus dem Raki. Ach, scheiße, wir stimmt. Wir haben uns genau, wir haben uns einen Raki geschenkt. Jedem einen Raki, habt ihr wahrscheinlich Fakt, gesehen. Fakt, darf ich das Video nicht hochladen. Löschen. Ich hab sogar drei gekriegt. So. Warte, ich lösch schnell. Was ich sagen wollte. Bauzi, nee, scheiße, war Struppi, ist so ein begnadeter Autofahrer. Erstmal gibt es so viele geile Autofahrgeschichten. Er ist bei halt so, Obi an der Hand. Bei Obi, also zweimal, einmal war ich nur dabei und einmal warst du noch dabei, gell? Oder ja, du auch, ne? Auch, wir beide. Also alle drei. So, und er halt übelster Autofahrer. Und so wie Schumi, 50 Jahre parkt natürlich total souverän in die Parklücke rein, ohne zu bremsen. In allerletzter Sekunde zieht er die Hanni. Und was macht er? Fährt vor die Wand. Bricht ein fettes Stück raus, ich steige aus. Ey, du, Struppi, war das schon? Ja, ich guck so und das Auto liegt halt dieses Stück da unterm Auto. Ja, klar, das war schon, deswegen liegt das Stückchen da. Nee, das war schon so. Und dann rückwärts ist er nochmal davor gefahren, als ihr dabei wart. Ja. Dann haben wir seine Lautsprecher eingedrückt. Das war so geil. Du hast bei dem einen gemacht, so, hast du reingedrückt. Damit sie aufhält. Nee. Und er hat es gemacht. Nee, und ich stand so, Mann, was hast du gemacht? Hast du es runtergedrückt? Wieso? Jetzt zeigt sich, dass es eh keiner versteht. Wo er seine 300 Pfandflaschen abgegeben hat, der noch von mir gesammelt hat. Eine Rede Oberweimer übrigens, immer ein guter Treff. Ja. Der hat ja auch dieses Altmetall geklaut, weil uns aus der Halle raus und das verscherben. Und jetzt seine Pfandflaschen, die ganze Jugend lang. Immer in der Halle. Da stehen bestimmt für 500 Euro. Echt? Betrunken? Ja, Alter. Soll ich noch einen? Sind die so krass? Du hast mal einen. Sie kannst gerne mal schon nehmen. Robin trinkt gleich Alkohol. Riecht das? Oh, Alter. Das schmeckt nach einer Pizza. Das ist eingeatmet. Ja, ja, aber ich rieche nichts. Er ist alkoholisch. Ich habe also bis jetzt einmal Alkohol getrunken, falls ich das sagen darf. Nee, nicht mal einmal. Einmal mit Absicht bei Kalles Geburtstag, habe ich gesagt, glaube ich. Und bei deinem Geburtstag war es auch so sein. Seit 20. Und ich habe es immerhin schon hingekriegt, dich zu fotografieren mit Bier und Kippe und vom Fleischregal. Darauf bin ich schon sehr stolz. Bier und Kippe war das erste Foto, was du mir hast. Genau, mit Bier und Kippe. Wir müssen jetzt noch den 20. Geburtstag ansprechen. Das war ziemlich geil, ja. Mit der Wodka-Cola, der einfach so untergübelt wurde. Das war ein riesiger. Ja, es war so eine 1,5 Liter Flasche. Die war halb voll. Und du schmeckst das ja im ersten Moment gar nicht. Gell? Und danach haut das weg, macht dann einen schönen 360-Flip und bricht das Brett dabei. Ja. Das muss der Alkohol gewesen dabei sein. Bricht mir nie ein Skateboard. Und so, wo es gebrochen ist, kam sofort Struppi an, hat den Neck geschüttelt und wollte einen Olli machen. Hat er nicht geschafft, auch wenn er Robin selber erstmal einen Kickflip mit dem gebrochenen Brett gemacht. Das war auch geil zu deinem Geburtstag, war glaube ich da. Da haben wir so ein Rail eingebrannt, also so schön mit Spiritus und Dings und sind dann dran rumgeslidet. Und du kommst an, willst Boardside machen und legst dich so nach hinten und so ganz knapp daneben so. Fast in die Flammen. Gibt's auch ein Video. Stimmt, das ist ja drin bei DHA Volume 4, aber das ist in Deutschland gesperrt wegen der Musik.
Muss ich nochmal neu hochladen. Da war noch gar keine deutsche Volksmucke eingespielt, also das ist ja Wahnsinn. Deutsche Volksmucke. Und Robert ist auch nicht so der Redner. Der hat bis jetzt in seinem Leben, seit wir ihn kennen, einmal 20 Minuten richtig. Und da hat er erzählt, im Weltkrieg, dass er ja an die Front gerannt wäre. Und das ist ja kurz vorhin angesagt. Seitdem er mitkriegt hat, dass wir ihn dabei filmen, hat er nie wieder länger als 1 Minute 30 mit uns geredet. Oh, da ist ein Techno im Aschenbecher gefahren. Wette es. Aber was damals auch war doch das mit dem Auto. Mit dem Adführer von hinten. Boah, das war richtig mies. Warte, wenn man das so ins Detail geht, dann weiß ich nicht. War gerade ein Tier. Aber das war lustig. Achso, das mit der SMS hast du nur kurz gesagt, aber nicht erklärt. Das war das Baby, wo der dann reingefingert hat zu Silvester. Ja, die war ja eher auf Nils scharf. Alter, reingefingert. Ja, da so kann man das sagen. Alter. Ja, so. Die war ja. Oh ja, hab ich dir auch mal so ein bisschen. Und ich lieg dann im Bett bei mir zu Hause. Nein, das war noch auf dem Heimweg. Wir waren danach noch bei mir. Ja, genau. Wir waren noch auf dem Heimweg. Ja, und das Jahr war keine halbe Stunde alt, da kriege ich schon eine SMS. Der Ort eigentlich ziemlich dicke, ja Nils, du Arschloch, lass die Finger von der gewissen Person. Stimmt, du hast die SMS gekriegt, später kam die Entschuldigung, als du zu Hause warst, aber ich habe die SMS gekriegt. Die alte finde ich dieses Jahr noch. So, dann erstmal übelst der Hass-SMS zu mir, lass die in Ruhe, du Arschloch, das ist meine und bla bla bla. Und 10 Minuten später kriege ich wieder eine von dieser Person. Sorry Nils, alles cool und ja. Und das war vor 3 Jahren, ich weiß nicht, ob das da rumgekriegt hat jetzt. Das war unser erstes Semester, so richtig, oder? Das war 2000. Ja. Das war da, wo wir ewig für dieses Skate-Video ist. Ja. 7 Jahre. Krass, ja. Wir müssen aber das mit dem Bohrer erzählen, draußen in der Armplatte, also in dieser Metallplatte. Aber der Akku macht gleich schlapp, oder? Ja. Oh, jetzt machen wir wirklich. Ich glaube, jetzt geht's. Wenn wir da unten einfach verabschieden, genau, einfach so ein bisschen. Wir sagen schon mal alle Tschüss und lauter einfach noch weiter bis er aufhört. Jo, tschüss, genau. Tschüss. Tschüss. Ihr seid übelst cool. Aber das heißt jetzt unten, sagt guten. Vor allem, wie gelb das Licht mittlerweile ist hier. Wir sind übelst, wir sind schon die ganze Zeit total gelb. Du hebst dich gar nicht mehr von dem Hintergrund ab. Ja, genau, durch diese Haare hier. Ich fand nur den Vorschlag, die Höhle richtig geil. Ich würde ihn Höhle nennen. Höhle! Das ist auch eine sehr komplexe Sache, weil Robin hat das von Anfang an nicht gerafft. Morgen erste Folge Höhle-Talk. Danny hat sich wirklich deine Todes-Talks alle angeguckt. Ihr müsst übrigens mal ihr müsst neue Ärsche fürs BAB einschicken. Ja, das bewährte Arschfettel. Ihr müsst das ausschließlich auf Netload hochladen oder Speedshare und schickt es an Robins Facebook-Account. Nein, also ich will nicht zugespammt werden. Na, dann schickt es an meinen Facebook-Account, Herr Rodes Armloch. Ich habe so eine Mütze auf und mach diesen. Sie findet mich ganz leicht, ja. Ja, und schreibt mal in die Kommentare, dass er mit MCM endlich den Track aufnimmt. Das mache ich auch so mit MCM. Ja, darf ich dich noch fotografieren und dann junge Mädels, ihr könnt mein Rodes immer essen und Jungs natürlich auch. Ich könnte meinen Blasen angucken, ob das ihn aus dem Messer stechert. Darf ich denn noch ein Foto von dir machen? Was für ein Foto? Na, von deiner Schminke hier. Achso, klar. Oh. Alter, ich habe mir echt einen Mundschuh fusselig geredet. Außen ja, weil du immer so hektisch bist. Aber warum haben wir das mit dem Bolzen nicht erzählt bis dann? Ja, so das nur Bolzen. Wir sind eines Tages. Was ich dazu noch sagen wollte, es ist halt echt mehr lustig, wenn man weiß, wie Struppi redet. Ja. Er redet halt sehr lustig. Ohne ihn damit ein bisschen marieren zu wollen. Vielleicht könntest du ja. Du hast doch schon auch eine Datei, wo du mal redet. Das kann sein, ich weiß nicht. Das musst du mal ganz kurz halt ohne Bild einfach mal einfügen. Ja. Also, es ist ja eigentlich weniger so, dass wir uns da so lustig machen, aber es ist halt lustig, wenn du das so hörst dazu. Ich hab ihn noch. Er ist aber auch ein dufter Typ, muss man jetzt mal so mal. Er hat unsere alle Jugend geprägt, da kommen sogar die Kindheit mit gewissen metaversen Handlungen. Damit, komm rüber, ich hab Sturm frei! Und Charlie 1 und Charlie 2 haben bald Charlie 3 getötet, Charlie 4 ist fast tot. Charlie 1, Charlie 2 braucht Charlie 3 getötet. Oh Mann. Ja, wir können auch die geile Geschichte, jetzt nur so bei Nils und so wegen seinem Fahrrad damals und dem Kettenblatt und seinem Bein. Ah, davon habe ich auch schon gehört. Ziemlich coole Geschichte. Ja. Da ist auf Berg aufgefahren. Da haben wir uns immer so Fahrräder geklaut. Geliehen, ausgeliehen. Die Finger rappelt. Und ihn hat der Kettenschutz gestört, weil er hat sich immer mit seiner Hose dran aufgehangen oder mit dem Schuh. Hat er natürlich abgerissen, clever. Nee, er hat es abgedreht und dann hat so richtig so ein schöner Zacken nach oben geguckt. Und er fährt am Friedhof, passenderweise am Friedhof, gleich im Leben, fährt so steil bergauf und die Kette reißt in dem Moment. Er sackt runter. Und genau diese spitze Kante richtig schön tief ins Fleisch. Genau, machst du mal. Das ist sehr schön. Kannst du mal zeigen? Und das Geile war so, ich ruf den Arzt an und erstmal braucht er ewig, bis er fertig ist. Krass, ne? Schönes Ding. Das war so lang. Ja, das Geile ist, dass er echt schon gut, wie fett das zwei ist. Tage vorher, Alter. Zwei Tage vorher hat, ist ihm so eine Metallplatte, ne, hier irgendwie so abgerutscht. Genau. Und da hat er sich hier die Fingerkuppen so eingeschnitten und ist in Ohnmacht gefallen. Zwei Tage später passiert das, ja.
erstmal der Krankenwagen braucht übelst lange zum Ankommen, dann kommt der Arzt und ich habe ihm halt so übelst schnell Taschentücher kauft. Es macht Klatsch, bla bla, tut alles weh. Schön. Und Robin hat erstmal gelacht. Und so einen übelsten Schlag gegeben. Erstmal mich ausgelacht. Und auf einmal tat es zu weh beim Laufen, mach hoch, auf einmal kam mir schon der Muskel entgegengequollen. Halt mich nur noch so dran fest und Robin so, bleib ja stehen, bleib ja nicht um. Ja. Und er ist dann zurück zu einer Freundin, hat ein Taschentuch und dann hat er halt Krankenwagen gerufen. So, dann so drauf, ne? Und dann kam der Arzt an, so. Und er so, ja, guckt sich das Fahrrad an, ach hier, spitze Kante, dann wird es schon nicht so schlimm sein. Hebt das hoch, es kommt übelst Blut rausgeschwollen, quallert übelst, wird übelst dreidimensional, so. Oh! Macht gleich wieder zu. Der muss ins Krankenhaus. Das Beste war, ich kam dann nach 3 Stunden aus dem Krankenhaus, war zu Hause, er klingelt bei mir, fragt, wie es mir geht. Was bringt er nicht mit von dem Fahrrad? Die Kette. Schenkt mir die Kette noch zu. Die dann zwei, drei Jahre über meinem Zaun hängen wollen. Ja, schönes Ding, ey. Das ist echt nett von euch. Ganz schön, wenn ihr eine Geschichte erzählt, die bricht in der Mitte ab. Das hoffe ich eigentlich fast ein bisschen. Ja, dann haben wir einen Cliffhanger für die nächste. Genau. Ja, genau. Müssen aber auch noch erzählen. Aber das speichert dann wirklich auch, wenn jetzt... Ja. Wirklich, in der Kurzlase. Ja, ich mach sogar meine Uralt-Kamera. Ich mach meine nämlich nicht. Na Alter, Lidl, Rassenfeindlichkeit erzählen, wenn er nicht so nicht lang genug Schlaf bekommt, beziehungsweise die ganze Nacht durchzockt und früher mal auf einmal rassenfeindlich wird. Weil ich weiß noch, auf dem Spiel, bei GTA war es. Nein, das war nicht GTA. Das war nicht GTA. Battlefield war es auch, das hatte ich vor. Ja, du hast Battlefield mitgebracht. Das war hier, keine Ahnung. Er hat auf alle Fälle 8 Stunden gebraucht, um ein Level zu spielen bei Tony Hawk's. Ja. Tony Hawk, ja, das war komplex. Was sagst du? Das war echt eine komplexe Ausgabe. Wie ist denn das Spiel? War das nicht? War das The Getaway? Nee. Nee, auch nicht. Konntest du nicht aussteigen. Hä? Auf jeden Fall wurde Robin ein Rassenfeind. Ja. Ich hatte immer auf die etwas dunkel. Ja, was ich mir mal hier gekauft habe. Was ist dann was der Bergner gekriegt hat? Was Bergner immer noch hat von mir. Hä? Oh, wer ist denn das? Scheiße. Was übel schlechte Grafik hatte, aber wie GTA war. Müssen wir doch mal im Knast anrufen. Doch, Get Away. Nee. Und Bautzi, falls du wie GTA siehst, wir wollen dich besuchen. Du musst mal auf unseren Brief antworten. Ja, fällt uns bestimmt noch ein. Auf jeden Fall war Bautzi auch mal eine Nacht bei ihm hier mit. Und am nächsten Morgen war dann der Tanga seiner Schwester verschwunden. Ja. Alter, der da die ganze Zeit rumlag. Doch. Oh. Vor allem wollten wir ihn erst nicht reinlassen. Wir haben. Wollten bei ihm zocken, weil er hatte so eine Spielepalette von 50 Spielen und ja, es ging halt keins und er war der Einzige, also Bautzi war der Einzige, der es installieren konnte und ich habe vorher ihn noch angerufen und meinte so, ey, mach ja nicht die Tür auf, der kommt jetzt zu dir. So und dann 3 Stunden später haben wir ihn dann freiwillig angerufen, damit er uns die Spiele installiert. Ja und dann war der Dildo, der Tanga der Schwester weg. Da benutzte. Im Müller kann man jetzt Dildos kaufen. Echt? Ja, im Müller gibt es keine schönen, aber es gibt Dildos im Müller. Egal. Leute, also wenn Thema Kinderdrogerie weitergeht, Freunde. Also ich werde ja auch beim Zocken zum Arschloch, das habe ich gerade gemerkt, als wir Borderlands oder Baldur's Gate gezockt haben. Ich bin dann immer die, sagt, ich habe die Kiste aufgemacht, wenn nicht die ganze Scheiße genau da drin ist. Daniel ist oder das Beste von meiner Schwester, der damalige Freund. Oh, was haut mir da? Oh. Ja. Ja. Sag ich mal, jetzt alles nicht alles. Hallo, auch lustig. Also auf jeden Fall hat er gesagt, dann ging das. Ja. Ich sagen, sind was mit reingehittert. Ja, das ist nur Geige, gell? Ihr könnt damit distanziert umgehen, das geht klar. Da haben wir auch noch Rakete die ganze Zeit Penisse und Hoden mit deinem Geld. Ja. Wir haben noch eine Rakete mit einer Nacht gezündet. Ja, das war aber die zweite Nacht, wo er dann gegangen ist. Ja, wo ich am nächsten Tag noch Fußball trainiert habe. Ja, stimmt, ja. Schade. Das war sehr lustig, weil das war das erste Mal, dass ich eine Rakete aus der Hand starten lassen habe. Und es ist mir halt echt komplett alles ins Gesicht rein. Damals das habe ich auch für meine gute Freundin damals gemacht, für die Marlene, weil die hat ja bei mir eine Zeit lang gewohnt. Und für die wollte ich am letzten Tag, als sie bei mir gewohnt hat, ein Abschlussfeuerwerk machen mit so kleinen Fontänen und bla. Und macht die erste Fontäne an und verbrennt mich so dermaßen, dass wir alles abbrechen mussten. Das ist auch ein sehr lustiges Video, weil ich so rumgeheult habe, obwohl es nur so ein bisschen rot war. Aber es hat mir so weh getan, dass wir das dann lassen mussten. Ich habe noch eine kleine Geschichte mit Struppi. Und zwar habe ich mal einen Huhn. Der hat mit dem komischen Gesicht. Ja, das ist eine super Beschreibung. Und zwar habe ich mit ihm mal einen Huhn getötet, aus Versehen. Aus Versehen? Ja, mit einem Knickergewehr. Alter. Ist das so, ja? Es wird immer gelber hier. Ja, das ist richtig schön. Vielen Dank. Das war aus Versehen, Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es treffe. Da war ich auch sehr klein. Wollt ihr noch das vom Zwiebelmarkt, als ihr heimgegangen seid, mit Baumi erzählen? Baumi ist auch ein geiler. Baumi, das stimmt. dieser grobschlächtige, also so richtig so ein bisschen beleibter, der hängt sich da an so einem kleinen Baum, sagt, ah, dort nehme ich jetzt mit Baumi, zack, und bricht ab und fällt auf den Boden. Das war so lustig. Ah, da stand halt ein Jahr noch im Vortreffen. Ja, der Baum. Baumi. Nicht Struppi.
Aber ich glaube, diese ganzen Geschichten sind echt noch ein Tick lustiger, wenn man die Person halt kennt. Ja. Also, da wurde jetzt bald ein Bild eingeblendet. Ja, jetzt müssen wir echt mal. Du malst mal ein Bild. Du hast ein Bild. Na, ich schick dir das Original und du malst ihn. Nee, ich mach das. Okay. Ich mal gerade ein Bild von dir. Mein neuestes Kunstprojekt ist ein Bild von Herr Rodes. Vergesst niemals. Wenn Olli nicht klappt, machst du Olli. Kein Problem, läuft immer. Fährst du an, Olli übers Rail. Da haben wir auch schon vorher mal gesagt, wenn er das macht. Mach mal ein Video davon. Also, wie ich sehe. Ja, das wollen die Fans sehen in deiner anderen Show. Wollen die Fans sehen, wie ich pinkel? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe mal ein Video gemacht, wie ich kacke. Ehrlich? Ja, ich hab Warum sehe ich das mit nicht? Nee, ist uralt, das hatte ich auf meinem allerersten Handy. Habe ich mit Basti eine Challenge gemacht, wer es länger aushält, nicht zu kacken. Oh, und, ja, und dann wird die Wurst gefilmt, wer die größere Wurst hat. Kann ich das Video erzählen mit einer Eiche? Alter! Das habe ich dir doch schon... Ich hab ja, jetzt kommt's hier, komm jetzt. Wo ich hinter den Brettern vorgeglunzt habe. Oh, Mama, ich muss kotzen. Nein, ja, Alter. Also, nein, mit der Badewanne sitzt. Mit einer Eiche so. In der Hand? Nein, das hat auch, das hatte auch einen Hintergrund. Das habe ich nicht ohne Grund gemacht. Das war irgendwas mit Molle, dass ich eine Wette gemacht habe oder eine Wette verloren. Das sah halt nur so lustig aus. Ja. Nee, auch die Molle da Wette. Die Eiche hat halt durch den Schaum geguckt. Und mit Molle ich habe seine Eiche auch schon mal durch den Schaum gucken sehen. Ja, der Robin hat mir mal ganz stolz erzählt, dass er ein Ausrufezeichen gekackt hat. Ja, bei Lars zu Hause in Berlin. War ich da mit? Nein, eben nicht. Okay. Ich habe mich gleich angerufen. Wissen die Zuschauer, dass ich Molle und Apfel? Nee, aber das ist so ekelhaft. Ey. Ja, stimmt, das mit Apfel. Oder? Das ist übertreiben. Ja. Boah, das wird auch zensiert. Das hat meine Jugend geprägt, muss ich ehrlich zugeben. Sag nur das, Junge. Saugeil. Scheiße, ich würde gerade noch irgendwas erzählen. Ach so, ja. Nee, das ist total dumm. Mit der Eichel, die hinter den Skateboards vorkommt. Mama, ich muss kotzen. Und dann hat er angefangen zu pissen. Ja, kann ich das nächste Mal, wenn wir bei mir zu Hause filmen, kann ich mal die Briefe vorlesen, die da im Unterricht verfasst wurden. Jo. Wir müssen noch so ein Special-Geschichten-Feedback machen. Machen wir gerade. Nee, ich meine jetzt eins komplett ohne Kommentare, sondern nur, mach mal lustige Runde und erzählt mal ein bisschen. Ja. So. Das gibt's glaub, einfach das nicht. Wird, aber komm, das dürfte die Fans jetzt echt befriedigen. Ja. Mit Geschichten. Wir können doch nochmal extra rauskappen und irgendwie Videos machen. Ja, die Fans. Irgendwie sowas. Ansonsten habt ihr spontan noch irgendwas anderes? Also ich habe als Kind nichts erlebt. Wenn ich Döner, Munzer, Tönen, Fester Döner. Das müssen wir mal erwähnen. In der Türkei soll es einen besseren geben. Wir haben auch die Badewannengeschichte noch schnell. Das mit denen auch, können wir auch noch schnell einbringen. Welche Badewanne? Na, anderen die Badewanne. Aber die können wir auch noch einbringen. Ja, es gibt so viele Geschichten. Wollen vielleicht deine Fans hören, weil da warst du ja nackt. Aber ja, Anna war mal baden und da war sie nackt. Da war die nackt. Sie hat eine sehr hübsche Puppe. Alter, hast du deine Rosette schon so nah gesehen? Oh ja. Ich habe deine Rosette auch gesehen. Ja. So, jetzt könnt ihr eigentlich abschalten. Jetzt wird es echt ein bisschen Weil ich interessiere mich nicht für die Rosetten vom Raum. Ich habe auch schon gesehen. Aber nicht oral. Wir sind hin und wieder intim miteinander. Ich habe seine Rosette noch nie oral befriedigt, aber ich habe sie schon gesehen. Und er demnach meine auch schon. Oh. Bist du behindert? Ja, aber wie denn? Ich könnte jetzt einfach mal tschüss sagen. Aber ich finde es klasse, dass der Cool Anna so leichtfüßig macht, was ihr reden. Das finde ich gut. Sie redet jetzt über das Loch. Also wenn Anna... So, dann stehen wir auf, machen wir aus. Wenn ihr wollt, dass Anna Loch gibt, einfach Bier reinkippen. Wenn ihr wollt, dass Anna jetzt immer Alkohol trinkt beim Feedback, schreibt es in die Kommentare. Ich habe deswegen schon harte Kritik gekriegt. Ich gehe mal zur Kamera, mach mal. Wegen dem Gerauch und dem Gesaufen. Oder eigentlich brauchen wir es nicht, aber da kannst du zum Beispiel so, weißt du, so in die Kamera reinfassen zum Abschied. Okay. Lass mal ab. So, wollen wir nochmal winken, alle? Tschüss. Okay. Tschüss, Assassino. Guck nochmal. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauf die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja, es kommt, im Herbst raus. 2013. Hey, what's up, motherfuckers? Introduction. Hey, what's up, motherfuckers? Introduction. What's going on, everybody? Let's start this shit. Sorry that we are here together. It will be the last time that we are only the two of us, because next time there will be at least three, but I think it will be five people who will talk English to you guys. Yeah, this time we had to stop recording in the Munzur kebab house, because the camera was totally empty
Yeah. So, fuck this shit. Here, read the first question. I started making the Assassin's Creed 4 costume. If you want to see it, you can check the German Inception. The German Inception? I am wearing it. Wearing? He's very wearing it. So, ha, Robin, you have the best laugh. Thank you to Herodes for speaking more in English. It's so funny when Robin laughs at you. But I still hope... Rest in peace, headphone users. You will keep it up. Don't be... ...a Arschloch. Okay. Arschloch. We have to teach you another German word, I think. Mm. Yeah, maybe I will come up with something cool. Messerstecher? Nein. Toys? Nein! Nein! Maybe Kackwurst, which means poop sausage. Kackwurst. Kackwurst. So ähnlich, much like Bratwurst. I think English and American people should know what Bratwurst means. And yeah, not Bratwurst, which is eatable. Maybe Poopwurst is eatable too. Yeah, anyways, Kackwurst. Mm. Kackwurst. Yeah. Do you like the next question? Oh, and I prefer weekly videos because there was 2/3 people in English. 2/3 part of this video anyway. So it doesn't matter. And why don't you... He has to hold it this way because then he will talk to the camera. Why don't you do the English part first? Yeah, fuck, we forgot that. Next time, I promise, we will do the fucking English part first. Uh-huh. And then we will be like 3, 4 or... I say we will be 5 people. Because a fan will visit us, Phantom Zero. He likes to comment. Maybe you've read his account already. And he will visit us and we will force him to talk English to you guys. Yeah. And Daniel will be there too. Yeah. That's my PC. Mm. It's pretty loud. But it will be shut down in a few seconds. Yeah, so, go on. It's always short, so you won't get tired from it for the German part, and you'll be... What? Fuck. Can't even understand what you're saying. Energetic in it too. What is if you can say energetic except my virtual hug, no homo, lol. What the fuck? Energetic? Energetic. Oh, sorry. Yeah. Energy, energetic. Energy, yeah. You're not that energetic. Oh, what the fuck does he say? I don't get it. We have to do the German, the English part first, otherwise we are not energetic. We will do the first, fuck you. We will do the English part first next time. I promise. Mm-hmm. And you can punch me with a dildo if, Anyways, Zachpranks also asks. What part of Germany do you guys live in? It's Thuringia, it's like California in USA. It's a Bundesland, it's a state. Thüringen. Thüringen, yeah. Thuringia, it's called. And it's also called the Green Heart of Germany because it's very center. It's in the center anyways. And it's green, obviously, because there are many trees and bullshit like that. That's why we have many elderly people and that sucks. Yeah, I might come to Hamburg for a week in August. It would be awesome to meet you. I don't think you will meet us in Hamburg, but you will meet Prince Sanji in Hamburg. Yeah, that's one hell of a crazy motherfucker. So if you see him, send him the kindest regards from Mr. Rafu Chibi.
Yeah. Would you please open this closet and pull out the Excalibur dildo from the bottom? Immortalized EL! Hey, great stuff. Just a suggestion. Maybe film the feedback videos while you're still sitting in some table or shit eating. Yeah, we're shit eating. We're eating shit very often. Smoking, drinking, whatever, so you won't get bored with our stupid questions, lol. Yeah, we tried that, but as I said, the camera was empty. That's why we couldn't continue filming. That sucks, because we were like, were we five or six people? We were five, yeah. We'll try that next time too. Maybe we'll be in the Munsur Kebab House again. We'll see. Yeah, Richard Faggot says, first, what was the most severe punishment you guys received? What? Severe? Yeah, severe. I think it's just the worst punishment. Mm-hmm. Yeah. Hmm. I would say you mean by the cops, and we didn't get any punishment yet. Besides, I don't know the exact word. When it's forbidden to go to a shop, it's called suspended. We were suspended. I don't know. Yeah. So a German electricity market, where we filmed Rudi the Nudie. You can watch it on our main channel. Kalle danced half naked, and that's why we got suspended, or we were forbidden to visit the shop for 1 year, I think. But that's the worst that happened. Yeah. Any other little crime we committed was not punished. Man, I have to talk in English more often. Here, you can read, but loud and clear. Yes. I just found $20 in my cell phone, which is pretty cool. Who would the first to be eaten be in a survival situation? I would say, I don't know. No, from us five. Hello? No. That's a tough one. That's a tough one. Not Anna. But he has a lot because of I would protect her, and I wouldn't eat her, and I also wouldn't eat him. No. What did he say? In a zombie survival situation. So if we were on an island and we were starving to death. Oh, that's a tough one. I wouldn't eat you because you are the brother of Anna. Your luck. But, yeah. I would say Daniel because he's the most muscled and... you have the most to eat. Because if we eat Daniel, we would be we would have something to eat for like a whole week. So Daniel, sorry, but you have to die. Mm. Yeah, next one. Have you had advice in expanding one's fart radius? I didn't get a single word. Fart. Have any advice in expanding one's fart radius? Okay. I don't know. I always thought the goal should be to increase the radius of your fart. And I know some people who breathe their fart in and blow it in some other direction, but I don't think that works too good. So. I don't know. If you have any clue, if you have any idea, post it in my comments. Write it into the comment section. Yeah. Are you guys going to other countries to prank again? Hopefully go to aggressive country for the rages. Yeah, it's pretty difficult this year because Daniel and Kalle don't have that much time. And we need Daniel for his car and his driving skills. And that's why it's pretty complicated. We would love to visit Italy, especially Rome and Amsterdam.
as we said before, I think. But if we don't have the time or the money or the car, we can't go there. So we'll see. Hopefully we can visit at least one other country this year. Woo-hoo-hoo! Yeah, five. Who has the biggest schlong? Schlong. The meaty sausage in your trousers, mm-hmm. in your pants. Yeah, I can't say for sure because I don't know the other schlongs. But yeah, let us answer Ella the question. Mm. Hey, das ist mein Freund, der mit dem großen Penis. Er hat den größten Penis von allen. Hope I helped the English portion. Yeah, you did. Post more English questions if you want to have a longer English part, and I promise next time it will be more energetic and more people here and making party and answering your questions. And I have to make here some entertainment because I have to search for the next English question. Which is, oh my god, my English is so fucked up. A large M3. It may be some shorter. But anyways, it's fun to watch. Do you really think it's it should be shorter? Because the English part is already pretty short. Yeah, we'll see. Sometimes it's shorter, sometimes it's longer. Ah, come to Holland. Holland, which means the Netherlands, if you don't know. Because Holland is only a small part of the Netherlands. And yeah, we would love to visit Amsterdam. To prank hoes and bitches and prostitutes and all the potheads. Yeah. Your videos are awesome. This channel is way funnier than all those other channels. Und ich weiße ungefähr alle Prank-Channels. Mein Deutsch ist nicht so gut, aber ich könne sie ein kleine bisschen verstehen, XD. Yeah. He comments in German that he can understand us a little bit, but his German sucks. Yeah, cool. I'm gonna write you a personal message if we decide to travel to Amsterdam. Maybe you are from Amsterdam. That's why it would be cool to stay in Amsterdam in your house and make party all night long, you know? Yeah, the dark T09, that's pretty stupid because that's a German comment, I'm sorry. Yeah, you can read the next one by Gummy Bear, which means Rubber Bear 72. Oh Robbie, yo, are so hot. I like the gay end of the video, so I am actually B. Bye. 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 Yeah, goodbye. That was such a funny pun. Yeah, and that was the second ending, which turned out pretty gay, because in feedback number 4, I think, we had a similar gay ending. And, yeah. Deadass! Mitchell, 1949-1. Yeah, I think he's referring to Anna's ass. But. And yeah. It's pretty nice. What do you think about the ass of your sister? Mm. Top. Bioshock Kotaku. Bioshock Kotaku. Kotaku.com, I know that page. I hear it's amazing when the famous purple stuffed worm in flap jaws boss with the tuning fork does a raw blink on Kairi. I don't know. Ah, okay. It's from Metal Gear Solid 2. The Colonel says it when, yeah, I don't want to spoil that game. Play that game if you haven't yet. I need Caesars 61. Lalilulelo. 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 Your mission is to infiltrate your fortress, Claude. Rescue the hostages and neutralize Metal Gear before its assembly is complete. Variety level 13, rescue Merrill. The return of Genola mind the gap. President Baker should be somewhere to the south
of there you blasted through the wall. To excuse me, because there's a big scratch on my cell phone screen. That's why I fuck up the reading part sometimes. Oh, here's another nice question by Zichcraft. Is there gonna be more Assassin's Creed pranks? Yes! If you want to see the costume I made, you can check the German part. I'm wearing it there. But it was not finished at this time. Now it is. Not yet. Almost. There are little pieces missing still, but yeah, it turned out pretty good. He's pretty talented. But I think his motivation was more that I promised him to give him my Super Nintendo Entertainment System when he finished that costume. That's why he put more effort in that one than he did in the shitty Assassin's Creed 3 one. But last year I had some time stress because I went... Oh. Just look at this. What you can see here is sweat. And also paint. Here. Yeah. Here, sweat. Pretty disgusting. But I couldn't wash that shit. Because I painted it. Because he... My hair's fucked up. He was too lazy to put material on it, so I had to you know, color that. I have to say, the next one is much better. Yeah, as I said, you put more effort in it. So runs it because I said you would get my and Super Nintendo. I had a lot of much more time because last year I went to Ireland. to do a it's funny because social practical training with. It's funny because Ireland, yeah. Ireland means ex in German, but also can mean your Skrotum, you know. Ireland. That's why it would sound like a balls. Land or Balls country, you know? Yeah. So Ireland. To do a social practical training with handicapped people. Handicapped people. No. I don't make fun of handicapped people. Always. Not always. Sometimes. No, never. Fuck. Read the next questions before I fuck up everything and lose all our handicapped fans. I just made fun of him because the visit in Ireland sucked pretty much and he missed some crazy actions here in Germany while he was there cleaning the butt of... No, I didn't. Okay, go on. Who's fucking the blonde girl Arsche? That's a pretty rude comment, I think. Yeah. I think you are referring to Anna, and Arsche is the wrong word. As I said in the word Arschloch, I taught him Arschloch, all those guys, yeah. Yeah. It would be Arsche with, Arsch. I'm so confused right now. Arsche is plural, but you mean Arsch. So. Cut the E at the end and it's Arsch. Arsch? Yeah. And who's fucking the Arsch? Everyone. Man, you're so rude. Anna's my girlfriend and I'm so lucky that I have her because her brother is sitting next to me and I have to talk nicely about her. Yeah. No, Anna's great. But her brother's not. Yeah. He's a Arsche. Yeah. Arsche. At least in America, you would say, oh, was? Robin, help! 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 Here! At least in America, you would say, I have a lot of money. Not I have much money. Yeah. Not very many people use the word much. Much. It's kind of, like, senseless. Mm-hmm. Yeah. Senseless. Nobody says senseless. No, yeah.
A lot of money, yeah. I know. Mm-hmm. Yeah. All right. Yeah. Mm. Yeah. The English part was fucked up. As always, not as always. No, but the next time now will be great. We have to do some action. Yes, some gay shit. Yes, you have to try to take my dildo. Oh, the game is so exciting. Oh no, I broke it again. Oh man, that's so shitty. That's our new accessoire or item or I don't know for the next troll video. The final conclusion of the trilogy, the troll part 3. And I will trilogy. Yeah, trilogy. I will grab hold of some funny things, items, people's asses. Next time I'm gonna be the... Oh, where's the mask? Where is it? Yeah, fuck, I don't know. Thanks for tuning in. Sorry that the English part was not that exciting, boring and... It doesn't smell. Shitty as always. But next time we will be 3, 4, or 5 people and we will entertain you guys because we start with the German part and we will touch each other at the private parts. Robin will shave for you. No. Next do you time. Think next I, time. Do you think I should grow Wolverine is the word. Wolverine beard here? Do you think I should fuck that shit. Entertaining. Yeah. See you next time. More entertainment because he will be not there because I hate him. Because.